Herzlich willkommen zur ersten Sendung von BÜT, der biblische Überprüfungsdienst. Wir möchten heute gemeinsam, ich, Forrest vom Kanal Generation Christ und unser Stargast Nature23, Bibellehrer aus Berlin, den aktuellen Kinofilm Maria Magdalena auf den Prüfstand setzen. Ja, hallo meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, alle GCler, alle die neu eingeschaltet haben. Ich danke euch vielmals heute wieder, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein ganz neues Projekt am Start. Das ist das erste Mal, wo wir das Ganze in dieser Richtung machen, und zwar BÜT, ein neuer TÜV-Siegel, den wir uns ausgedacht haben, um christlichen Content zu prüfen, auf den Punkt mit der Bibel zu vergleichen, biblischer Überprüfungsdienst. Und heute geht es um das Thema, um einen Film, einen christlichen Film, Maria Magdalena. Und ich habe mir zu Gast einen Bruder eingeladen, den Nature23. Ich stelle allerdings noch die ganze Einstellung um, dass man den Bruder auch sehr gut hört. Nature, ich bitte dich doch bitte mal, dass du dich vorstellst, denn ich glaube, einige Zuhörer oder Zuschauer von mir kennen dich nicht, weil ich einige Offline-Zuschauer habe. Einfach nur, dass man weiß, wer du bist und um was es eigentlich geht. Also das kann man mich jetzt hören oder später? Ich höre dich jetzt sehr gut. Hörst du dich doppelt? Nee. Sehr aber gut. Aber mich können jetzt die anderen auch hören. Ja. Okay, nee, weil du gerade sagtest, man so wie die Technik umstellen. Okay, ja, also wenn man mich hören kann, wunderbar. Ja, für die, die vielleicht mich nicht kennen sollten, also man kennt mich zumeist von YouTube her. Ich pflege da einen YouTube-Kanal, Nature23, schon seit 7, 8 Jahren ungefähr, oder 9, naja, wahrscheinlich knapp 9, 8,5. Und ja, bin selber Christ, nicht die ganzen 8, 9 Jahre lang, aber davon mindestens 7,5, und versuche über meinen YouTube-Kanal ja den Glauben oder die Lehren der Bibel zu verbreiten. Und ja, den Forrest, den kenne ich jetzt, keine Ahnung, 1,5 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr. Ich bin da nicht so mit der Zeit. Und ja, ich komme aus Berlin. Gehöre der sogenannten messianischen Bewegung an, gehe auch eine Gemeinde in Berlin, und ja, man kennt mich so als Bibellehrer, der hier vor Ort arbeitet, als auch, wie gesagt, über das Internet, über Facebook oder halt über YouTube weitläufig dort versuche, den Menschen das nahezubringen, was die Bibel denn einen vermitteln möchte, im Schwerpunkt Lehre, was lehrt die Bibel im Allgemeinen. Sehr schön, vielen Dank. Heute geht es um das Thema, einen Kinofilm, der gerade in den Kinos läuft, wie gesagt, Maria Magdalena. Der Film ist seit 15. März in den deutschen Kinos, von ungefähr 130 Minuten Spiellänge. Du warst, soweit ich weiß, letzte Woche drin. Wir haben uns vorher schon mal kurz unterhalten und hast gefragt, lohnt sich's im Nachhinein? Wir werden heute noch einige Sachen besprechen. Wir verraten nichts. Ich würde für einige Zuschauer den Trailer kurz abspielen, dass man grob weiß, um was es geht. Manche haben ihn vielleicht schon gesehen, den Trailer, andere waren schon im Kino, und die, die noch nirgends waren und auch noch nichts davon wussten, damit sie sich grob vorstellen können, über was wir eigentlich reden. Okay? Das heißt, ich stelle jetzt die Technik nochmal um und mute mich. Nature, bitte du dich auch muten, denn sonst halt's. Und dann stelle ich die Technik um und lass den Trailer kurz abspielen. Und dann müssten wir alle auf dem neuesten Stand sein, und die Themen, die wir heute ansprechen werden, Nature und ich, die werden genau um diesen Film gehen. Einige Szenen wird man wiedererkennen, über die wir reden werden. Als der Täufer mich damals gesalbt hat, tat er es ohne Öl, ohne Zeremonie. Er tat es so, Augen für das Licht.
Es hat begonnen. Du sollst es nicht aufhalten. Lass sie es nicht aufhalten. Ich werde bei dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Meine Zeugin sein. Maria. Du bringst Schande über unsere Familie. Du hast etwas Unnatürliches in dir. Deine Familie sagt, du hängst mit dem Dämon. Wenn denn ein Dämon in mir ist, war er schon immer da. Es sind keine Dämonen hier, Maria Magdalena. Sie wird Gottes Werk tun. Warum sollte sie ihm nicht folgen? Man wird über uns urteilen. Sind wir so anders als Männer, dass du uns andere Dinge lehren musst? Manchmal ist mir, als wäre ich gar nicht hier. Ist das vielleicht das Gefühl, mit Gott eins zu sein? Niemand hat mich je gefragt, wie es sich anfühlt. Die Frauen fürchten sich, zusammen mit Männern getauft zu werden. Dann also geh zu ihnen, werde zu meiner Hand. Es ist nicht recht, dass er dich dazu erhebt, uns zu führen. Du liebst meinen Sohn, nicht wahr? Du musst dich vorbereiten, so wie ich. Worauf? Ihn zu verlieren. Das Himmelreich kann nicht gekauft werden oder verkauft! Wir müssen ihn von hier fortbringen. Was immer jetzt passiert, Gott verlangt es von ihm. Maria, du bist meine Zeugin. Ich bin bei dir. Bis zum Ende. Sprich nie wieder. In seinem Namen. Die Welt wird sich nur ändern, wenn wir uns ändern. Ich werde nicht schweigen. Ich werde gehört werden. So, Technik ist wieder umgestellt. Wir können uns wieder muten, das heißt, es gibt kein Echo. Wir können loslegen. Das war jetzt ein kurzer Einblick. Nature und ich haben den Film gesehen. Es fehlen sehr markante Stellen. Fehlen noch, darüber werden wir reden. Deswegen würde ich einfach mal mit dem Start, ich würde sagen, ich starte und du machst einfach weiter, Nature. Okay, denn der Anfang ist recht einfach. Du kannst es wahrscheinlich auch noch ergänzen, wenn du noch mehr Einfälle hast zu dem Ganzen. Aber die erste Sache, die mir sehr markant aufgestoßen ist, muss ich sagen, ist am Anfang gleich, als Jesus ins Haus kommt und es geht darum, dass alle denken, sie hat Dämonen in sich und Jesus sagt, ich sehe oder ich spüre, oder ich sehe, es sind keine Dämonen. Also laut dem Film hatte Maria Magdalena keine Dämonen. Ja, vielleicht nochmal zum Allgemeinen kurz jetzt, weil du hast ja angesprochen, dass wir beide den Film gesehen haben. Ja, ich habe den letzte Woche am, war das Mittwoch? Ja, genau, leider Mittwoch. Ich hätte mal lieber Dienstag gucken sollen, mir angeschaut. Und du hast ja selbst gesagt, lohnt sich das nicht. Und ich habe zwar gehört, dass der ins Kino kommt, aber hättest du mich darauf jetzt nicht angesprochen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht angeschaut. Ja, jetzt im Nachhinein natürlich sage ich mir auch, wir haben bei uns hier in Berlin nicht sowas mehr, glaube ich, wie Kinotage, sondern bei uns kann man nur noch Montag, Dienstag, Mittwoch ins Kino gehen oder halt an den anderen Tagen. Da gibt es nur noch zwei Kategorien. Da habe ich gesagt, ja gut, dann gehst du da halt, wo es am günstigsten ist, weil er weiß, ob es sich lohnt. Ne? Und ich sage jetzt mal, ich glaube, ich habe jetzt 5,80 Euro bezahlt und ich sage mir jetzt im Allgemeinen erstmal, es hat sich schon gelohnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geld komplett aus dem Fenster geschmissen war. Und man muss vielleicht dem Zuhörer auch hier klar machen, dass, mir ist es zumindest aufgefallen, vielleicht ja auch, Forrest, dass die Szenen im Trailer nicht unbedingt im Film alle vorkamen, die Dinge, die gesprochen wurden oder geredet wurden, weil ich hatte da in dem Film
Aussagen vermisst, die ich aber im Trailer gesehen habe. Das ist auch vielleicht positiv, weil auch negative Sachen im Trailer eben nicht gesagt wurden im Film. Das ist, wie gesagt, ich habe ja mal in der Filmbranche gearbeitet, in Kino, Filmschnitt und das war früher so üblich. Jetzt kommt es wohl wieder in Mode. Eine lange Zeit war das nicht so, dass man da Szenen gesehen hat, die da nicht im Hauptfilm vorkamen. Wahrscheinlich, weil die meisten immer enttäuscht waren. Ja, da war doch ein Trailer, da hat jemand so geredet oder eine Szene und die tauchte gar nicht im Film auf. Und sagte man es denn irgendwie wahrscheinlich denn nicht mehr so gemacht. Man hat dann alles, was im Trailer zu sehen war, auch im Film zu sehen bekommen. Und jetzt wahrscheinlich ist wieder die Mode gewechselt und jetzt sieht man halt anders. Ja, ich habe natürlich, ich habe das ja mitgekommen, du hast ja wahrscheinlich auch versucht mitzuschreiben beim Film, du hattest, glaube ich, irgendwas vergessen, einen Stift oder so. Ich hatte dann auch alles so eingepackt und dann ist mir aber aufgefallen, während des Films, man sieht ja gar nichts, was man aufschreibt. Ja, also ich habe dann so blind, ja, so mehrere Papier mit Kuli und extra so versucht, naja, hier hast du bestimmt schon was geschrieben, jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt hier so einen Zettel, also DIN A4, und habe auch Glück gehabt, dass ich nichts überschrieben habe, sodass ich meine, es sind nur wenige Notizen, meistens sind es nur kleine Wörter. Ich hoffe mal, dass ich das heute noch alles lesen kann, aber dadurch, dass der Film erst eine Woche her ist, habe ich da halbwegs das grob wahrscheinlich noch so im Kopf. Ja, du hast das jetzt angesprochen, ja, über Maria Magdalena haben wir in der Bibel jetzt wirklich nicht so viel Erzählung, wahrscheinlich genauso viel wie über die Jugend von Jesus und die wurde ja auch vor kurzem verfilmt. Und jetzt zwecks des Umstandes, also erstmal so, wie der Film so begonnen hat, also ich werde jetzt hier nicht viel spoilern, ne, für die, die es vielleicht noch angucken wollen, nur halt jetzt mal über diese Stellen, die auf jeden Fall, wo man sagt, kann man drüber reden, für den, der keine Kenntnis, und wer wie gesagt meint, oh, ihr hört die zu viel, will den Film sich noch angucken, naja, der guckt sich erst den Film an und dann den Stream, keine Ahnung, ja, was mir halt erstmal so aufgefallen ist, vom Start her hat man versucht, das Leben von Maria Magdalena so abzubilden. Und ich muss sagen, das ist relativ gut gelungen, so vom Gefühl her, wie das so war, das Leben in der Familie, Großfamilie, viele Schwestern, Opa ist auch im Haus und so. Dann auch der Streit, der da entsteht, wo ich sage, ja, ich kann mich da hineinempfinden, dass das wirklich so eine Familienkonstellation auch damals so gegeben war. Also daran hab ich jetzt erstmal so grob nichts auszusetzen gehabt. Nun war es so, ja, die Frage, die ja auch in der Kirche, in der Geschichte sich gestellt wurde, ist, warum lesen wir denn in der Bibel, dass man, also wir lesen ja nur diese Aussage von Maria Magdalena, hat Jesus 7 Dämonen ausgetrieben. Und man kann sich die Frage stellen, warum hat denn Maria Magdalena 7 Dämonen gehabt? Und da gibt es halt Spekulationen. Ne? Das wurde ja auch meines Erachtens am Filmende, das kann man glaube ich jetzt an der Stelle auch vorgreifen, wurde ja das auch nochmal aufgeklärt, dass die Lehre über Maria Magdalena ist eine Hure gewesen. Deswegen war sie auch dämonisch besessen, dass die ja so aus dem 4. Jahrhundert durch die Kirche, Lehre so halt nach außen getragen wurde. Und ich muss erstmal dazu sagen, wir lesen nichts in der Bibel generell, warum sie jetzt da besessen war von 7 Dämonen. Aber man kann natürlich auch sagen, sie könnte wegen Unzucht auch diese Dämonen gehabt haben. Das ist aber nur eins von vielen Möglichkeiten, weil man wird ja nicht nur dämonisch besessen durch Unzucht. Man kann auch Zauberei getrieben haben oder es sind noch Dämonen oder auf seit kleines Kind sie war. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, wir werden nicht dahinter kommen, warum sie die 7 Dämonen gehabt hat. Und der Film hat grob ja vermittelt, eben nicht dieser Lehre, Traditionslehre nachzugehen, dass Maria Magdalena eine Hure war. Und es wird auch nicht jetzt generell gesagt, was mit ihr los ist. Auf jeden Fall meint, also der Film versuchte wohl zu vermitteln, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Sie war nicht normal, ihr Verhalten, ihre Bewegungen, also wie jemand, der sie nicht so wie der Standard tickt. Und man hat zwar versucht darzustellen, dass die Vermutung vielleicht da lag, dass sie dämonisch besessen war, weil man ja in dem Film etwas eingebaut hat. Ich bin da jetzt nicht so bewandert drin, aber ich weiß, dass es auch im Judentum die Lehren gibt in der Überlieferung, dass es da auch so eine Art Exorzismusritual gab mit Gebeten, dass denn da die Geister ausfahren, weil damals gab es ja auch Besessene. Die Priester haben dazu meist versucht, irgendwie zu helfen. Keine Ahnung, ob das funktioniert hat. Die Bibel spricht ja auch ein wenig darüber und da fand halt so eine Art Ritual statt, um ihr, weil der Verdacht der Familie, wo nahe lag, sie ist dämonisch besessen und haben da gehandelt, aber wie du jetzt selber schon sagtest, als denn, ich fand das sehr gut, also erstmal so im Allgemeinen, ich fand das sehr gut, wie man das versucht hat einzuleiten, bis man den Jesus kennengelernt hat, der Wanderprediger, der sich rumgesprochen hat. Das fand ich erstmal so wirklich gut. Da habe ich wirklich nichts dran auszusetzen. Aber natürlich, als dieses Gespräch dann kam zwischen Jesus, der dann
geholt wurde als Helfer, ne, so, man wusste, er kann da heilen und so, man hat die Familie der Verdacht gehabt, sie hat da irgendwie einen unreinen Geist und den haben sie dann geholt und ja, genau das hatte mich auch jetzt verwundert, also wir haben jetzt, ich und Forrest haben über den Film noch nicht gesprochen, also nicht wundern, ja, deswegen mal gucken, was der Forrest und ich so zueinander sagen, so, vielleicht auch ergänzend oder vielleicht hat ja auch einer oder andere was vergessen oder sich geirrt, was er da gesehen hat, aber mir ist es so aufgefallen auch, dass Jesus so klar, also mir kam es so rüber, dass Jesus sagte, du bist gar nicht dämonisch besessen, die Menschen irren sich, das ist einfach nur dein Charakter, dein Verhalten, das ist noch normal. Ja, also so kam es im Film auch rüber und habe ihn auch gesagt, Moment mal, wie du sagst, in der Bibel steht doch, Jesus trieb von Maria Magdalena 7 Dämonen aus. Das ist auch jetzt nicht so schwierig zu verfilmen. Also warum man das da nicht so deutlich gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Was ist deine Vorstellung? Also du hast dir bestimmt auch Gedanken gemacht. Warum hat man das jetzt nicht so, wie in der Bibel steht das so denn so da? Was denkst du? Ja, danke. Ich gebe dir gleich eine Antwort drauf. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen, weil du hast es eigentlich sehr gut gerade aufgefasst. Nochmal an den Chat oder an die zuhören. Wenn ihr den Film noch schauen wollt, dann schaltet am besten aus und hört ihn ziemlich spät an, denn es wird automatisch gespoilert werden, denn wir werden über einige Themen ins Detail reden. Und ich muss jetzt einfach noch zwei Sachen aufgreifen und da hast du mich jetzt gerade draufgebracht, Nature. Und zwar, der Start vom Film fängt ja an mit der Geburt, wo die Maria Magdalena sehr empathisch reagiert hat und geholfen hat bei der Geburt. Es war eine schwierige Geburt und hätte geschnitten werden müssen. Und anhand durch die Aktion, wie sie es gemacht hat, dass sie einfach empathisch auf die schwangere Frau eingegangen ist, ist die Geburt hat super geklappt. Weil es kommen wir später nochmal, weil die gleiche Situation macht Jesus bei der Wiederbeleben von Lazarus, wenn du es vielleicht gemerkt hast. Das ist genau die gleiche Stelle, die gleiche Situation und Reaktion und es ist eben merkwürdig, manches gibt Kombinationen in dem Film. Also das Empathische von Maria Magdalena am Anfang kommt später nochmal bei Jesus. Was du eben gesagt hast, ist genau das. Wir werden heute positive und negative, es gibt positive Seiten auch im Film, ganz klar. Zum Beispiel das Empathische. Die Situation, was du gesagt hast, fand ich auch super. Man hat dort wirklich reell hebräisch gesprochene Gebete, wie sie da in dem, war das eine Synagoge oder in dem Gebetsraum oder so, wo sie zusammensaßen und wie das alles so vor der Hierarchie war und Männer und Frauen getrennt und das war wirklich sehr realistisch. Man konnte sich richtig reinversetzen in die Zeit. So könnte man sich's vorstellen, auch mit Jesus, dass Jesus nicht gekommen ist und dann bam und plötzlich waren massig Menschen um ihn rum und er hat irgendwie Wunder getan und vielleicht noch im Dunkeln geleuchtet, wie manche sich das vielleicht vorstellen, sondern ganz normaler als Wanderprediger, sah ganz normal aus, aber hat Worte gesprochen und hat Wunder getan. Da würde ich kurz mal genau dazwischen grätschen, weil erstens ist mir was unklar gewesen. Vielleicht hast du ja, ich habe mich jetzt auch nicht weiter informiert, das so aufgeschnappt. Also erstmal klar, ja, ich nehme an, es war eine Synagoge, wo die auch hingegangen sind zum Gottesdienst. War schön, ja, die Atmosphäre, wie das so dargestellt wurde, war meines Erachtens der Realität wahrscheinlich nicht weit fern. Also klar, also da kann man nicht sagen, oh, da Moment mal, das stimmt, das passt ja gar nicht. Nee, es war wirklich so echt gut dargestellt. Sie ist ja dann auch nochmal zur Synagoge gelaufen, ne, wo sie da. Ja gut, dazu kommen wir vielleicht noch, weil das ja dem anschließt. Aber jetzt nochmal zu der Geburt. Ja, also ich nehme an, es war ihre Schwester oder Mutter, die ein Kind bekommen hat. Bin mir jetzt gar nicht sicher, könnte aber die Mutter gewesen sein. Nee, die Schwester, glaube ich, war es. Ich vermute es jetzt mal. Ne? Und was ich da nicht so verstanden habe, ist, also es sah ja eher so aus, ne, nach Kaiserschnitt. Ne? So war die Gefahr da, ne? Weil das Kind wollte nicht kommen. Und dann, ich habe das, was meint die damit, Spreizen oder so, weil das Kind kam ja dann doch, aber ich habe so im Film, hä, was ist denn jetzt da anders, die liegt jetzt da so und man sieht nichts und auf einmal ist das Kind da. Hast du jetzt da vielleicht eine Ahnung oder was da passiert sein könnte, dass jetzt doch das Kind kam? Das ist mir nämlich jetzt nicht so ersichtlich gewesen. Ich muss jetzt aufpassen, ob das jetzt Halbwissen oder Vollwissen ist, deswegen meine Vermutung ist, es gab früher eine Zeit, heutzutage macht man es mit so Spreizzangen, dass man den Muttermund manuell weiter öffnet, damit es leichter geht. Und es ist aber sehr schmerzhaft für die Frau, wenn sie eben ohne Medikamente, wenn es gemacht wurde. Und in dem Fall war es so, da hat die Hebamme eben mit den Händen den Muttermund manuell geöffnet, weiter geöffnet, damit das Kind durchkommt. Und in der Situation, wo es war, wo die Schmerzen kommen, haben sie sich beide in die Augen geguckt und die Maria Magdalena hat dann mitgeatmet und hat sich einfach beruhigt.
Okay, aber da muss man wirklich sagen, also, ja, weil man hat ja so gesagt, es könnte wehtun oder so, glaube ich, hieß es ja denn so, aber dafür ging es dann doch irgendwie ganz locker, ne, so von dem, okay, vielleicht den Einfluss des Gegenübers sich anzuschauen, weil Maria hatte ja da geholfen, ja gut, kann sein, aber okay, das hatte mich jetzt mal interessiert, weil das ist mir dann in dem Moment nicht so ganz klar gewesen. Ja, dann kann ich ja mal versuchen, ne, chronologisch weiterzumachen kurz. Ich glaube, die nächste Thematik war, dass man um sie geworben hat, sie zu heiraten. Da war ein Mann. Moment. Hey, okay. Darf ich? Oder ist noch was davor? Okay, dann nur los. Weil ich überlege gerade, weil du mich ja gefragt hast, ich habe die Frage noch nicht beantwortet, wie ich das gesehen habe mit den Dämonen. Ach so, ja klar, genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mit dem Verloben nicht vorher schon war. Weil das Problem war, es gab ja zwei Gründe, warum sie da versucht haben zu exorzieren da im Wasser. Und sie da getaucht haben, fast bis zum Tode. Das war einmal, weil sie in die Synagoge oder in das Gebetshaus gerannt ist und da vor sich hingeprabbelt hat. Sie hat vorhin gesagt, sie will nicht heiraten und hat sich irgendwie, weil da war das Gespräch schon, eine Frau hat zu heiraten, das ist ihr Auftrag, ihre Aufgabe und Kinder zu kriegen. Und sie wollte nicht, sie hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Und dann hat der Bruder und der Vater irgendwie gesagt, das ist nicht normal, mit dir passt was nicht. Und dann haben sie es auf Dämonen geschoben. So habe ich das irgendwie in Erinnerung. Ja, also ich weiß nicht mehr, ob es so rum war, dieses in Synagogengottesdienst, wo sie da so, oder irgendwie sowas, was auffällig war, das habe ich wirklich jetzt nicht mehr in Erinnerung, was zuerst war. War jetzt das auffällige Verhalten etwas komisch? Oder war das erst nach der, wo man die Verlobung, ne, so eingeleitet hat? Oder generell, Maria, hier ist übrigens dein zukünftiger Mann. Und sie war natürlich davon nicht begeistert generell. Ne? Und dann gab es halt dieses Verhalten. Ich weiß aber nicht mehr, ob das vorher auch schon irgendwie ansatzweise war, dass irgendwie sie kritisch beäugt wurde in ihrem im Handel. Aber gut, kann er ja sich selbst nochmal dem Film, wenn er rauskommt, so DVD oder so, sich nochmal zu Gemüte ziehen. Aber ja, ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen, ob es davor schon Anzeichen gab oder ob es durch die Verlobung dann dieses Verhalten, wie du willst nicht heiraten und der Vater wurde entehrt, weil sie einfach weggelaufen ist beim Hochzeitsmahl wahrscheinlich dort. Weil sie hat ja erstmal mitgemacht, hat da das Hochzeitskleid angezogen und ist dann halt, ja, weil, ja, weggelaufen. Ja, und das jetzt darauf jetzt vielleicht zu sagen, ja, damit sie ist weggelaufen, das macht man ja normalerweise nicht, die Familie wird entehrt und das hat man ihr denn ja auch zur Schuld kommen lassen, ne? Was hast du da getan? Normalerweise macht eine Frau sowas nicht, wobei ich das jetzt aus Filmen, die jetzt auch heutzutage rauskommen, wo es noch so eine Art Zwangsheiraten in der Türkei gibt und so, da habe ich auch vor kurzem einen Film gesehen, da war das auch sehr ähnlich, dieses Verhalten, nee, da mache ich nicht mit, da erschieße ich mich lieber oder so, ne? So in der Hinsicht, ne, würde man heute, machen auch vielleicht heute noch Leute. Aber für damals kann ich mir vorstellen, dass wenn eine Frau so gehandelt hat, einfach weggelaufen ist aus der Familie, wie du schon, warum auch immer, jetzt in dem Grund, weil sie nicht heiraten will, es ist nichts für sie, sie will irgendwie den Herrn dienen oder wie auch immer jetzt, oder für Yahweh da sein und beten und fasten, weiß ich nicht. Oder ob das sie generell sagt, ich will einfach ein Leben alleine führen, wie ich will. Ja, und dass darum man sagte, dieses Verhalten in unseren Augen ist, kann man nur dämonisch besessen sein, weil normale, meine anderen Töchter und die anderen Frauen verhalten sich ja auch nicht so, dass man da diesen Ansatz dann verspürte und deswegen handelte, wie gesagt, mit diesem Ritual, mit wo wahrscheinlich durch Überlieferungen man meint, es könnte helfen. Ne? Man hat sie ja da irgendwie da mehrfach unter Wasser gestuckt und durch Gebete dabei und alles früh am Morgen auch noch. Das ist aber auch, das ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer interessant, warum haben die das früh morgens gemacht? Das war ja noch zu Sonnenaufgang. Ne? Weil im Judentum ist das so verankert, dass man glaubt, dass bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang, da werden am besten die Gebete erhört. Da sollte man am besten auch beten und alles machen, weil man vermutet, dass da die Erfolgschance sehr hohe ist, als wenn man jetzt um 11 betet oder um 14 Uhr oder so. Ja, deswegen haben die es wahrscheinlich auch dort so früh gemacht gleich, ne, wo es noch Dämmerung war. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was du hattest jetzt, glaube ich, also würdest du denn meinen, dass sie selbst wegen der nicht eingehenden Hochzeit da versucht wurde, den Dämon auszutreiben durch die Juden oder würdest du die Vermutung woanders setzen oder noch weitere Anhaltspunkte vielleicht aus dem Film erkannt haben? Also vom Film selber glaube ich eher, sie ist nicht in der Spur gelaufen, wie Vater und Bruder sie gerne gehabt hätten und deswegen haben sie es auf Dämonen geschoben, was ja heutzutage immer noch der Fall ist, dass wenn jemand nicht ganz medizinisch klar ist, man kann es nicht benennen, dann wird es auf irgendwie psychischen Krankheiten geschoben. Ich denke, so würde ich das jetzt beurteilen in dem Film.
Was aber ganz klar für mich ist, ich habe es ja dann nochmal nachgelesen, weil ich dann echt verwundert war, in der Bibel steht ganz klar, Maria Magdalena, ihr wurde 7 Dämonen ausgetrieben und in dem Film wird ganz klar gesagt, hier sind keine Dämonen. Das heißt, im Film wurde das alles verwässert, so nach dem Motto, man könnte fast sagen, es gibt keine Dämonen. Das ist alles eine menschenerfundene Sache. Ja, so kam es mir fast drüber. Und in der Bibel ist aber ganz klar von 7 Dämonen die Rede. Zwar nicht was für Dämonen, aber dass es 7 Dämonen waren. Und das ist definitiv ein Punkt, wo man sieht, dass der Film in dieser Szene auf jeden Fall gegen die Bibel spricht. Ja, also ich musste gerade überlegen, weil du gerade sagtest, ob denn der Film überhaupt irgendwo mal was vermittelt mit Geister, Engeln, Dämonen. Ist mir jetzt nicht, weil du jetzt gerade ansprichst, ich musste jetzt selber überlegen, aber spontan fällt mir auch nicht irgendwie ein, dass dazu Bezug genommen wurde in irgendeiner Phase. Es sei denn, ich habe es vergessen. Also mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, weder mit dem Teufel noch mit irgendwie Engeln, ja. Es gibt nichts weiter. Und man merkt auch, wir kommen auf die anderen Stellen da noch, es war ein sehr so, wir haben ja schon drüber gesprochen, so vorgespoilert im letzten Stream bei dir. Petrus ist ein Dunkelhäutiger. Wir haben verschiedene Situationen in dem Film mit eingebaut, damit man ja keinen Anstoß nimmt an irgendwas. Alles, was Anomalien sind irgendwie, was böse sein könnte, wird rausgehalten. Die Frau, dem Mann unterordnen, wird als negativ gezeigt. Deswegen wird Maria Magdalena so gehypt, weil sie sich traut, den Mund aufzumachen. Kommen wir später auch noch drauf. Also es gibt viele Punkte in dem Film, wo man merkt, es ist so Zeit, man könnte sagen, der Zeitgeist, also so zeitnah an der nirgendwo Anstoß nehmen und wir sind noch alle gleich. Ja, das könnte man auf jeden Fall erkennen in diesen Anfangsszenen in Bezug auf, wenn das ja so dargestellt wird, dass Jesus, also man hat das Gefühl, Jesus sagt, ist doch alles in Ordnung, was haben die Leute? Also auch dein Verhalten ist eigentlich normal. Ja, aber ich würde jetzt sagen, das ist überhaupt nicht normal zu sagen, dass es so ist. Also ich kann nur für mich reden. Mag zwar sein, dass Christentum, der eben ein bisschen so die Ansichten anders sind, zu diesem von dem Zeitgeistproblem und wie war das früher und für was hat sich Jesus eingesetzt und für was nicht. Aber ja, man hat das Gefühl gehabt jetzt, dass man dem Zeitgeist versucht zu frönen, an der Stelle auch, dass man das so als normal empfindet, dass ich kann nur wirklich für mich reden. Und wie gesagt, mag auch sein, dass andere Meinungen haben, aber die mich kennen, wissen das allein durch den Zweiteiler Sex im Christentum, dass ich es zum Beispiel nicht für normal finde, dass jetzt eine Frau einfach sagt, nö, tschüss, so ungefähr, und verlass das Vaterhaus oder so. Und das hat der Film versucht, denke ich, zu vermitteln, dass das aber eigentlich total in Ordnung ist. Wo ich aber in der Bibel eigentlich was anderes vorfinde. Und ja, um da halt so diesen, wie auch heute das Denken ist zumeist, auch im Christentum vermittelt wird, ich sag mal, Evangelische Landeskirche kann man bestimmt als Vorreiter dafür nehmen, die genau dieses Bild vermitteln wollen unter den Menschen. Ja, weil es einfach passt zu unserer heutigen Zeit und man meint, es sei so. Ich will das nicht so extrem jetzt sagen, jetzt nicht denken, ja, alles ist alles falsch und es hätte ganz anders laufen müssen, wie es im Film war. Natürlich kann man auch sagen, dass sicherlich auch manchmal zu Recht Dinge da gesagt wurden zu den Männern, jetzt sind eigentlich viele Sachen, wo ich sage, genau, ja, das ist vielleicht gut gewesen, das mal so darzustellen, weil man ja auch, ich denke mal, also hat, denke ich, der Film versucht zu zeigen, dass bestimmt auch damals versucht wurde, Frauen total den Mund zu verbieten und dass sie gar nichts sagen und gar nichts dürfen, so in der Hinsicht, mit diesem Bezug, so diese Position hat dieser Petrus dort eingenommen, so, der war ja gar nicht darüber erfreut, dass auf einmal eine Frau dabei ist. Ja, der war ja total, also hat man zumindest meines Erachtens so dargestellt, man muss dazu sagen, aber Forrest, ich glaube, da war noch ein Schwarzer unter den 12 Jüngern, ich frage mich jetzt nicht mehr, wer den danach gespielt hat. Da waren 2 dabei. Gut, hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. Von meiner Seite ist das kein Riesenproblem. Bezüglich des Proselytentums gab es damals auch. Und ob das jetzt alles reinrassige Juden waren, weiß ich auch nicht. Wäre möglich. Aber wie gesagt, Anstoß nehme ich jetzt nicht unbedingt an den Hautfarben. Aber wie gesagt, dass dieses Bild mit Jesus, Wanderprediger, und wie er denn da in dem Ort gepredigt hat, gut, man hat jetzt nicht viel gesehen, so im Detail nicht, aber wie es so dargestellt wurde, vor allen Dingen, dass die Leute dann mit ihm mitgegangen sind. Ja, dieses kommt mit und werdet jünger. Und ich fand das eigentlich super dargestellt in Bezug zu der Familie, wie die darauf reagiert hat, als
ob es nun so ist oder nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob Maria wirklich so, vielleicht war sie damals schon aus und raus aus dem Haus und fünfmal verheiratet, das wissen wir alles ja nicht, ne? Aber der Film hat zumindest die Situation meines Erachtens gut dargestellt. Habe ich noch nie so wirklich im Film gesehen, was aber die Bibel so lehrt, ne? Diese Entzweiung, Vater mit Mutter, und ich fand das wirklich gut dargestellt, als Maria sich entschieden hat, ich folge dem Jesus nach, ne? Und die Familie war davon überhaupt gar nicht begeistert. Die wollte ja das auch denn aufhalten. Du bleibst hier, da kam der Vater und der Bruder und gar nichts da. Und dann haben die Jünger, fand ich interessant, die Jünger Jesu haben die Frau in Schutz genommen und haben dafür gesorgt, dass sie mitziehen darf. Jetzt ist natürlich jetzt mal parallel wirklich die Frage, hat Jesus in der Realität wirklich sowas getan, dass er auch die Töchter der Eltern einfach so rausgerissen hat aus den Familien? Weil das lesen wir, glaube ich, nicht. Mit den Männern auf jeden Fall. Da konnte jeder Mann sagen, so, ich gehe jetzt und folge Jesus nach. Ob es jetzt Unterschiede in der Realität gegeben hat zu Frauen, das wissen wir nicht, weil die Bibel im Allgemeinen ja eigentlich nur lehrt, dass Frauen auch mitgezogen sind und geholfen haben. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob diese Frauen schon verheiratet waren oder Witwen waren oder raus aus dem Haus waren, ob die Väter schon gestorben sind, die Eltern. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht begründen. Aber allein, wie es dargestellt wurde, ja, fand ich eigentlich gut, dieses Nein. Und wenn sie sich entscheidet, mit uns zu ziehen, anstatt jetzt hier weiter Fischer zu sein, sie war der Helfer, ne, die Fischernetze da zu flicken, glaube ich, war sie da irgendwie in diesem Gewerbe tätig. Das fand ich eigentlich relativ gut dargestellt. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich fand, man konnte es sehr gut nachvollziehen. Ist wirklich, die Frage habe ich mir auch gestellt. Männer waren ja damals auf jeden Fall in der Situation zu sagen, ich gehe meinen Weg. Die wurden vom Vater eventuell auch vielleicht noch gesegnet, wenn sie dann das Haus verlassen haben. Bei den Frauen war es eher so, dass die Frauen auch bei der Heirat war es. Also Frauen wurden verheiratet und ich glaube, Frauen konnten nicht einfach sagen, okay, ich laufe jetzt einfach mal los und mache mein Ding. Und dann ist natürlich die Frage, hätten sich Jesus und die Jünger dazwischen stellen dürfen? Das hat er aber richtig, der Bruder, der wollte sich ja mit dem einen Jünger dann schon fast schlagen. Der ist aggressiv geworden und wollte seine Schwester mit Gewalt wieder zurückholen in die Familie. Wie weit da wirklich dieses Recht geht, sich da dazwischen zu stellen in Familienangelegenheiten, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen in der Bibel. Aber es ist schön ausgespielt, schauspielerisch, um sich mal vorzustellen, vielleicht war es doch nicht immer so einfach. Vielleicht wollten manche wirklich Jesus nachfolgen, aber durften nicht oder konnten nicht oder hatten Schwierigkeiten. Ne, wie Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der lasse alles zurück, wie dem reichen Geschäftsmann, der alles gemacht hat. Und Jesus sagt dann, verkauf dein Hab und Gut und folge mir nach. Ja, ist vielleicht immer nicht ganz einfach. Das hat der Film, fand ich, gut wiedergespiegelt. Ich würde zu dem, was du gerade gesagt hast, kurz was vorlesen, was die Beschreibung unter dem Film ist. Das sind drei Sätze und das ist interessant, weil da nämlich ein charismatischer Jesus drin vorkommt. Ich lese es kurz vor und dann können wir in dem Text weitermachen. Das passt gut dazu. Und zwar, als weibliche Jüngerin in der Gefolgschaft von Jesus und als Zeugin seiner Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung ist Maria Magdalena eine der zentralen Figuren der Bibelgeschichte. Doch sie ist auch eine moderne junge Frau, die selbstbewusst und mutig gegen die Geschlechterrolle und Hierarchien ihrer Zeit rebelliert. Auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Lebensweg sagt sie sich von ihrer Familie los, um sich dem charismatischen Jesus von Nazareth und seinen Jüngern anzuschließen. Gemeinsam machen sie sich auf eine spirituelle Reise nach Jerusalem. Das ist so die Beschreibung des Films im Kurzen. Ja, zu Recht, ne? Weil Maria Magdalena ist ja auch Zeuge geworden, als er da missioniert hatte, Magdala, dass Kranke geheilt wurden. Ne? Das hat man ja auch gesehen. Ja gut, bloß wie, ne? Ich weiß nicht, ob es gleich da die Szene war, wo ich sage, was ist denn jetzt los? Okay, mit diesem, ne, dass Jesus völlig erschöpft war, er hat jetzt 5 Leute geheilt und ist dann fast bewusstlos, weil er keine Kraft mehr hat, ja. Ich so, interessante These. Aber in der Bibel, dass jetzt da irgendwie, eine Kraft geht von ihm aus und er verliert seine Kraft und dann ist er fast bewusstlos, weil er zu viel geheilt hat. Ja, also das fand ich auch total übertrieben. Also das, glaube ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so abgelaufen ist. Ja, dieses, ich verliere Energie und ja, das hätte nicht sein müssen. Man hatte so wegen das Gefühl, dass Jesus so wegen als, ja, so, es kam so als, nicht als Schwächling, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so zerbrechlich rüber. Und wenn er, 2-3 Leute geheilt hat. Ich meine, ich habe nur 2, glaube ich, waren da. Vielleicht hat er mehr geheilt. Ich habe, glaube ich, von 2 durch mich gekriegt, den Jungen, der dann wieder sehend geworden ist und dann in der Menge einfach zu Boden gesackt ist und fast zerquetscht worden wäre. Ich fand es auch sehr merkwürdig. Jesus wird in dem Film wirklich als
ja, entweder schwache Person oder als jemand, der mit Energie Leute heilt oder wie auch immer. Das ist so ein Energiefluss oder sowas. Also irgendwie war es merkwürdig, ja, fand ich auch. Ja, so eine Art Batterie, die muss ich dann jetzt wieder aufladen ein Stück, ne? Also der Heilige Geist hat es sich jetzt erstmal verbraucht, ne? Wie man das so, ja, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt. Vielleicht ist das durch andere Lehren in der Welt auch so, dieses, oh, jetzt muss ich jetzt mal eine Pause machen, das war too much, wie in der Esoterik, da gibt's das auch. Dieses grenzenlose Powern und Energie und kennt man ja eigentlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, das ist der Fülle Gottes, seines Geistes, der kann immer wirken. Na gut, man hat zwar auch jetzt bei Daniel, der war auch krank, nachdem er da erstmal die Vision gehabt hat, ja, aber dass auch Jesus da jetzt erschöpft war, immer nach Heilungen und so. Ich dachte, das würde mir, also ich würde eher, egal ob es so war oder nicht, aber es würde mir zu weit gehen, das so darzustellen. Dann lieber sagen, ich verfilme das nicht, weil es wirkt doch dann auch wieder unrealistisch für den Zuschauer, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt. Also es hätte nicht sein müssen, diese Szenen dort so darzustellen, ja. Was man in der Bibel öfter gemerkt hat, ist, dass Jesus sich zurückgezogen hat, weil der Andrang der Menge so war, wie zum Beispiel am See Genezareth, wo er dann aufs Boot gegangen ist, ne, damit er zu den Leuten sprechen konnte, weil der Andrang so war. Das hätte ich noch verstehen können, wenn er aus dem Andrang und dem, dass er keine Luft mehr bekommen hat, so, dass er sich Platz macht oder sich irgendwie versucht, von der Menge wegzubewegen, aber dass er kraftlos in sich sackt, weil er gerade jemanden geheilt hat, das fand ich, ja, merkwürdig. Sehe ich nichts davon in der Bibel. Weißt du, was ich gerade mache? Ich gucke gerade auf meine Notizen, die ich gemacht habe. Ich habe noch nicht einmal raufgeguckt heute, ja. Und ich gucke gerade, welche Seite es ist überhaupt. Jetzt habe ich es gefunden. Also was ich mir jetzt notiert hatte, war schwarz, ne, das gleich ins Blickfeld. Hä? Schwarze unter den Jüngern Jesu. Und dann halt die Schwäche von Jesus lese ich gerade, aber jetzt, nachdem ich drüber gesprochen habe. Und das erste Wort mit dem Fragezeichen, ich muss es noch identifizieren. Das kann ich nicht lesen. Das war noch bevor man einen Schwarzen gesehen hat. Ach, wahrscheinlich, vielleicht heißt es Dämonen, weiß ich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun. Ja, wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es Dämonen, schwer zu erkennen, zwecks, ne, dass da eben genau das auch aufgefallen ist. Hä, keine Dämonen? Wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Ja. Ja, ne, und da hat er denn dann da halt missioniert und sie hatte sich dann entschieden, sie will gerne mit Jesus mitgehen. Die Familie war total dagegen, ne? Irgendwie weit, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass jetzt nur mit der Bibel auch, man sieht zwar, ne, die Trennung zwischen Vater und Mutter und so, das Schwert bringen, klar, kann man da drin erkennen, aber wie die Rechtslage damals war mit Frauen, da würde ich dann auch mich eher zurückhalten und nicht genau sagen, ja, genau so muss man es machen und so war es damals, weil wir ja eben wirklich nicht lesen groß. Frauen verließen ihre Familien und ihre Kinder und ihre Ehemänner und folgten Jesus nach. Ne? Das ist, es könnte ja so sein, aber wir lesen nichts darüber in der Bibel in Bezug dieser Frauen, die Jesus gedient haben und den Jüngern die ganze Zeit, wo die herkamen, aus welchen Personenständen. Ja, das ist halt wirklich eine Frage, ähnlich wie halt der Verfilmung der Kindheit Jesu, wo man sagt, vielleicht war es so, deswegen bilden wir es so ab. Aber es lässt sich natürlich mit der Bibel selber nicht in Verbindung bringen. Ja, also bei mir, ja, mach ruhig, sag ruhig, sonst hätte ich jetzt was bei mir auf dem Zettel steht, aber ich weiß nicht, ob das als nächstes schon dran ist. Ja, dann sag mal deins und ich schaue, ob ich noch was dazwischen habe. Okay, also bei mir steht jetzt hier als nächster Punkt, Jesus taufte. Maria oder die anderen? Nee, also es geht darum, Jesus tauft, aber die Bibel sagt, Jesus hat nicht getauft. Erstmal im Allgemeinen. Das ist das zumindest, was jetzt hier steht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob davor auch noch irgendwas jetzt war, auch noch an Dingen, die auffällig waren. Das Thema, als Maria sich dann taufen lassen hat von Jesus, war ja so eine dreifache Taufe, also die wurde dreimal unter Wasser getaucht mit bestimmten Aussagen. Klar, damals gab es das noch nicht, Vater, Sohn, Heiliger Geist oder auf den Namen Jesus, aber sie wurde, also die Taufsprüche habe ich so noch nie gehört, was da gesagt worden ist. Ich konnte es mir aber auch nicht notieren, weil es einfach zu schnell und zu viel war. Es waren drei Taufsprüche, ins Feuer getauft oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie waren da, und ins Licht. Fand ich irgendwie merkwürdig, kenne ich so nicht, keine Ahnung, von welcher Theologie das her stammt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast oder. Also ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Klar, ist auch aufgefallen, der Taufspruch, ne? Steht der hier? Weiß ich nicht. Mal gucken, wenn der nächste Punkt ist, ob das jetzt, weil das war ja zu der Zeit, wo Jesus taufte, ne? Steht ja jetzt hier, Jesus taufte. Und darunter steht jetzt auch noch was, das ist schwer zu identifizieren, also im dunklen Schreiben ist nicht einfach im Kino.
Aber ja, ich würde, also meine, ich habe in dem Moment so vermutet, entweder versucht man es, sich zu hier zu überlegen, was es war eigentlich der Tauschspruch der Jünger Jesu zu seiner Zeit. Ne? Im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes wird sicherlich nicht gewesen sein. Gab es überhaupt einen Spruch? Oder da haben die sich wahrscheinlich irgendwie entweder sich was ausgedacht in diesem Bezug, was hätte er hätte sagen können oder die Jünger, oder es gibt wirklich da irgendwie eine Liturgie in irgendeiner Konfession oder Schriftstücke vielleicht, Kirchenväter oder so, wo man sich daran Beispiel genommen hat. Aber ich kenne das auch nicht, nein. Ja, dann würde ich mal meine Sache, was zur Taufe, was ich alles aufgeschrieben habe, und dann kannst du schauen, ob das ist, was du auch hast, oder mich ergänzen oder wie auch immer. Ich habe da ein paar mehr Zeilen. Ich habe wirklich im Kino selber nicht viel mitgeschrieben oder gar nichts mitgeschrieben. Mir hatte einiges gefehlt. Ich habe einfach im Nachhinein mein Hirn-Brainstorming gemacht und habe das wieder aufs Papier gebracht. Und zwar war die Stelle, sie war dann getauft, Maria Magdalena, und dann ging es darum, Frauen fürchten sich, mit Männern getauft zu werden. Die standen im Film an der Seite und haben sich irgendwie die Hand vor den Mund, das Tuch vor den Mund gehalten und haben sich nicht getraut. Und dann sagt Jesus zu Maria, werde zu meiner Hand. Also Jesus hat Maria den Auftrag gegeben, die Frauen zu taufen. Ja, aber das kannte man ja auch aus dem Trailer. Und man hat aber gesehen, also wenn ich mich noch daran erinnern kann, hatten die nicht trotzdem auch Frauen getauft? Also als sie ja in Magdala waren und dann gab es ja immer welche ins Wasser gekommen. Kommt, kommt, haben sie immer gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob gar keine Frau dabei gewesen ist. Das weiß ich nicht mehr. Ist wirklich schwierig. Ich weiß es nicht. Würdest du meinen, es wurde gar keine Frau getauft zu der Zeit dort? Also es ging recht schnell. Ich glaube, Frauen, also ich denke, Frauen wurden getauft. Man sieht an der Bibel, steht da nichts drin. Aber Na, ich meine jetzt schon im Film. Kannst du dich erinnern, dass vielleicht eine Frau getauft wurde, außer Maria Magdalena? Im Film hat man nur Männer in der Schlange gesehen, also es ging ja recht schnell. Du hast die Männer gesehen, hast Jünger im Wasser gesehen und die Frauen standen an der Seite. Man hat nur einen Trembel von Frauen gesehen, die am Ufer standen und so sehnsüchtig die Männer beobachtet haben, wie sie getauft werden. Aber ich habe jetzt keine Frau bewusst gesehen. Also das war schon, also ich würde sagen, der Film hat schon so vermitteln wollen, Frauen waren separat gestanden und Männer haben sich taufen lassen. Also keine Frau erinnern, außer eben Maria Magdalena. Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber es könnte sein, dass es keine Frau war. Ich könnte mich jetzt selber nur nicht festlegen. Aber ja, man hat auch hier sich die Frage gestellt, als man die Szenen da so gesehen hat, waren die Frauen wirklich damals so, dieses generell, weil es ja auch generell schwierig ist, ne? Sind ganze Familien angerückt zu Johannes des Täufers und haben sich taufen lassen. Was war eigentlich mit der Familie? Hat die sich nicht bei Johannes des Täufers taufen lassen? Weil es kam doch alles Volk zu Johannes dem Täufer. Jetzt heißt es ja natürlich nicht alle Menschen, aber dementsprechend, nehmen wir einfach mal an, die Familie aus Magdala kam nicht zu Johannes dem Täufer. Ja, hat auch keine Bußbedarf gehabt oder hat nicht geglaubt, dass das ein Prophet war, wie auch immer. Das hat der Film halt jetzt nicht so wirklich dargestellt. Man hat zwar erzählt vom Johannes dem Täufer, ne, aber die Familie dort, zumindest jetzt Teile der Familienmitglieder, haben das nicht geglaubt an Johannes den Täufer. Wahrscheinlich waren es auch Pharisäer, keine Ahnung. Ne? Letztlich sagt, der schweigt der Film zu, aus welchem Elternhaus Maria dann nun kam. Weil die waren ja alle irgendwie gläubig. Ne? Aber an was die geglaubt haben, Pharisäer, Sadduzäer oder andere Gruppe, wird nicht dargelegt. Ja, dass man sah denn so, ja, Jesus predigt, ja, und kommt und lasst euch taufen, ne, so ungefähr. Und dann fragt man sich in dem Moment, okay, jetzt haben da viele Männer von der Arbeit, die da in der Nähe waren, haben dazugehört, so im Fischernetz, wo auch immer da gepredigt hat, und auf einmal sind aber auch Frauen, und man muss davon ja ausgehen, weil es in der Postgeschichte auch erwähnt wird, dass alle angesprochen wurden, sowohl Männer und Frauen, aber wie jetzt Frauen generell darauf reagiert haben, war das für die wie, ah, ja klar, ne, so eine Art gleichverständlich, um was es hier geht, ne? Nichts, der Film hat so vermittelt, hä, was machen die denn jetzt da? Ja, der holt die da ins Wasser und tauft die. Ich traue mich nicht damit zu machen, weil es total irgendwie fremd den Menschen da erscheint, wo eigentlich, ne, laut über Tradition diese Art Mikwe ja gemacht wird. Eine Frau, wenn sie ihre Tage vorbei ist, gibt es ein Bad der Reinigung. Ja, gut, da hat ja Bathsheba auch gemacht, glaube ich, im Alten Testament. Da stand auch nicht, dass nur andere dabei waren oder so, dass sie einfach da ins Wasser gegangen ist, sich gereinigt hat. Aber gut, ich weiß, ich kann es nicht nachempfinden. Zum Beispiel auch bei Johannes der Täufer haben sich die Frauen da auch nicht getraut, sich taufen zu lassen. Ja, also eine berechtigte Frage, ne? Weil da war jetzt keiner, der da irgendwie geholfen hat, dass Johannes der Täufer gesagt hat, kommt mal, liebe Frauen, komm mal her, du wirst jetzt die da taufen, ne? Die Frauen haben wir ja nicht. Deswegen ist die Frage,
waren die Frauen wirklich damals so drauf, wie der Film das vermitteln möchte? Oder war das kein Problem damals? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ne? Das ist halt nur die Frage, die man sich stellt in dem Moment. Ne? Ja, das ist schwierig. Weiß ich auch nicht. Also es gibt, ich kann mich auch nicht erinnern an Filmen, jetzt alte Filme, wo über die Bibel gehen, wo man gesehen hat, dass Frauen getauft worden sind. Ich kann mich wirklich an keinen Film erinnern. Also mir würde spontan auch nichts einfallen, aber es steht ganz klar Apostelgeschichte, dass Männer und Frauen getauft wurden. Also ja, vielleicht hat man da, ist man auf Nummer sicher gegangen. Ne? Ich sage ja immer, lieber etwas nicht verfilmen, wo was unsicher ist, als irgendwie da was hineinzunehmen, jetzt mit Jesus seiner Schwäche, wo man das total angreifbar ist in dem Moment. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja, zum Thema Taufe. Gibt es da von deiner Seite noch was, wo du sagst, noch was zu ergänzen? Ich hätte nämlich nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Es war nur eben, sie soll die rechte Hand sein und nicht die Apostel, nicht die Jünger, sondern sie soll seine Hand sein. Also ich versuche gerade dieses Wort zu identifizieren, was ich hier aufgeschrieben habe. Schick gleich darunter. Ja, jetzt könnte es vielleicht ein Zitat sein aus dem Film oder so, weil ich lese jetzt hier den Hunden. Irgendwas mit Hu, den. Ja, ich kann es. Es ist die Frage, wie zeitnah ist das jetzt in dem Moment dann noch, nach der Taufe? Wenn ich es da. Also, es muss auf jeden Fall, weil der übernächste Punkt war. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ach, die eine Frau. Ach nee, naja, ich will es jetzt noch nicht sagen, weil das am Ende gesagt wird. Aber bei mir steht jetzt hier. Wurde im Film gesagt, dass sie, also im Film, jetzt wirklich jetzt im Film nach der Taufe oder so, dass sie eine Apostel ist oder so? Jetzt in der Szene schon da irgendwie? Nee, sie ist nur mitgezogen mit den Ganzen, wo ja Petrus sich so echauffiert hat, ja, was folgt ihr uns jetzt? Und die Leute werden reden. Das mit dem Apostel kommt zum Schluss. Okay, nee, weil komischerweise habe ich es jetzt aufgeschrieben und es steht mittendrin jetzt, nicht am Ende des Films, ja, also in der Hinsicht. Deswegen ist die Frage, erweckte der Eindruck durch das, was Jesus zu ihr sagte, werde du auch eine Verkündigerin von mir und so, dass es vielleicht denn da den Eindruck vielleicht erweckte? Doch, das kann sein. Die waren dann auf der Stelle, wo die ganzen Menschenmassen versammelt sind, wo Jesus ihr ins Ohr flüstert, geh zu den Frauen und segne sie, wo ihr den Auftrag gegeben hat, sie soll genauso wie die Jünger zu den Menschen gehen und sie segnen und für sie beten. Vielleicht hast du da, weil das kommt jetzt als nächstes. Vielleicht kommt es daher, ja. Naja, ich werde weiterhin versuchen, vielleicht das hier doch noch irgendwie zu identifizieren, weil es wird bestimmt nicht unwichtig. Ich hab deswegen so wenig aufgeschrieben, weil es so schwierig war mitzuschreiben in der Dunkelheit. Also, naja, mal gucken, weil das hat man jetzt sicherlich nicht angesprochen, weil es zwischen Jesus leidend steht und dass Jesus zu Maria sagt, sei du jetzt auch meine Dienerin und segne und das alles dort, ne, muss irgendwie dazwischen noch irgendwas passiert sein. Na gut, ich lasse mir den Kopf ein bisschen rumschweben. Ich habe nichts dazu aufgeschrieben, sonst hätte ich dir helfen können, aber ich habe da nichts weiter dazu. Bei mir wird es die nächste Session beginnen. Mhm. Das eine habe ich schon angesprochen mit der Menge, wo eben Maria die gleiche Aufgabe bekommt wie die Jünger. Und aktiv zu sein, also nicht nur eine Frau, die sie begleitet, wie in anderen Filmen dargestellt, sondern eben aktiv bei den Menschen, bei den Frauen. Also man hat gesehen, sie ist nur zu Frauen hin, also zu Männern nicht, aber zu Frauen und hat für die Frauen gebetet und die Frauen gesegnet. Und getauft, ne? Oder? Ja, genau, es ist getauft, war vorher und dort war das Masse, da war dann das, wo Jesus eben, ich weiß nicht, was war denn das für eine Bergpredigt, was nicht, was hat er da gesagt? Das waren 2-3 Sätze. Oh, da brauchst du mir auch nicht mehr fragen. Es war auf jeden Fall immer so irgendwas vom Reich Gottes, immer so Passagen. Es war kurz vor der Stelle, wo er Lazarus wieder zum Leben erweckt hat. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Okay, das war ja auch eine komische Stelle. Ja, wollen wir ja, mit dem nächsten Lazarus. War das? Ja, ich weiß gar nicht mehr, kam es schon danach? Ja, okay, die sind dann rumgezogen, ne? Und geschlafen und so mitten haben sich ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann kam schon dass er in das Dorf kam da. Also mir war, also wenn das so war, erstmal war für mich verblüfft, als es dann nach der ganzen Handlung gesagt wurde, das ist Lazarus gewesen. Ich so, hä? Ja, das ist ganz schlecht vermittelt irgendwie vom Film her. Man dachte jetzt, er ist da und heilt da irgendeinen Kranken oder weckt da einen Toten auf, aber man hat überhaupt gar nicht das Gefühl, dass es jetzt hier um Lazarus gegangen wäre, obwohl der Name gefallen ist, ja. Weil so überlegt, ist das ein anderer Lazarus?
Ja. Der hatte doch auch die Schwester Maria. Der hat doch zwei Schwestern gehabt. Ja, ja, ne, da waren Bekannte, ne? Mal, auch nochmal Maria. Das war aber eine andere Maria. Ja, 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 aber ich habe jetzt nicht mehr so die Zugehörigkeit familiär im Kopf, wie es da hieß. Ja. Weil ich fand es merkwürdig, also ich erzähle kurz die Situation. Ich meine, in der Bibel, wenn man es liest, er war gestorben, da war keine Information von Jesus, komm, dein Freund Lazarus ist krank. Nichts, man hat nichts davon bekommen. Die sind einfach nur gelaufen. Und dann plötzlich kamen sie an eine Trauerfeier oder Trauersituation, wo ein Toter aufgebahrt war, also nichts mit irgendeiner Höhle oder Lazarus, komm mal raus oder gar nichts, sondern da lag auf einer Pritsche oder auf so einem Stein lag ein Toter. Dann ist Jesus hingegangen, hat ihm in die Augen, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, aber auf dem Brustkorb und hat sich dann, das war genau das Merkwürdige, dann sich neben ihm hingelegt und genau so sich verhalten wie Maria Magdalena ganz am Anfang bei der Geburt. Mhm, ja, ja. Mhm. Und dann hat man danach erfahren, es war Lazarus. Ich dachte mir so, hä? Was? Also das Gefühl hatte ich gehabt in dem Moment, das erinnerte mich, also irgendwie, also das Gefühl war da, als der Junge dann die Augen aufgemacht hat, dass es so irgendwie, dass er denn dämonisch besessen war irgendwie. Jesus war dann so voller erschrocken dann kurz, ne? Und da hatte ich halt gefragt, er sieht jetzt den Teufel und dann hat sich das Kind so umgedreht und war dann wieder normal, ne? So ungefähr. Das hatte mich so ein bisschen, weil allein diese ganze Aktion dort war einem überhaupt nicht bewusst, dass das jetzt hier um Lazarus geht, weil es überhaupt nichts gepasst hat aus dem Bericht aus der Bibel über Lazarus, ja. Also die Situation war auch komisch, ja. Dieses, also das erst, war, Schluss, genau, erst zum Schluss, als man gehört hat, Lazarus lebt. Ja, ja, genau, irgendwas kurzer Satz mit Lazarus. Was? Okay. Und was du sagst, ist mir auch gefallen, die Augen, wie der aufgestanden ist, das waren, also für mich waren das keine lebendigen, fröhlichen Augen, sondern irgendwie so, ja, wie du sagst, man hat das Gefühl, der ist dämonisch besessen. Also irgendwie fand ich das merkwürdig. Die ganze Szene hätten sie am besten ganz rauslassen sollen. Ja, lieber ganz raus und nichts Halbes, nichts Ganzes, ne, ja. Ja, das war eine dieser Szenen, da werden wir später nochmal drauf kommen, weil ich da noch was habe über die zerbrechliche Figur von Jesus in dem Film. Weil auch da ist er ja komplett dann energielos zusammengesackt nach dieser Aktion. Es war auch wieder ja, so. Ja. Eine Energie mehr hatte und dann sich zusammengerollt hat und weggetragen werden musste. Und da war die Stelle, wo Jesus ja sich separat gesetzt hat und Maria Magdalena ist zu ihm gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es war nur ganz krass, dass Jesus sich bei Maria Magdalena starke Worte geholt hat oder Stärkung geholt hat und sich auf ihren Schoß, auf den Schoß gelegt hat. Ja. Also man hat eher das Gefühl gehabt, Jesus hat Maria Magdalena gebraucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Das war eine ganz komische Situation, damit kann ich auch nicht umgehen. Weil, weißt du, welche Situation ich meine? Ja, das ist auch jetzt vielleicht, aber ein bisschen hat der Feist ja auch in der Theologie so vermutet wird von einigen, dass da irgendwie eine Beziehung irgendwie war, beide liebten sich oder so, ne? Das hat der Film versucht zu vermitteln. Das hat man gemerkt. Ja, da kommen noch ein paar Stellen. Zum Schluss dann die Zusammenfassung, die ich mir aufgeschrieben habe. Genau das ist es. Man hat zum Schluss ja auch gemerkt mit dem Abendmahlbild, das letzte Abendmahl. Das ist ja genau das Bild mit Maria Magdalena und Jesus in der Mitte. Und in der Bibel habe ich aber noch nichts gelesen, dass Maria Magdalena bei dem Abendmahl dabei war. Ja, ja, es ist nichts darüber, also man weiß nichts darüber. Und man fragt, also wahrscheinlich fragen sich immer alle, wo waren eigentlich die Frauen in der ganzen Zeit, die Jesus begleitet sind? Waren die in Extrazimmer abgesondert für sich? Oder ja, weil man liest, also oder waren die mit dabei, man hat nur nicht über sie geredet in der Schrift. Und da sucht man wahrscheinlich nach Kompromisslösungen und sucht, naja, komm, jetzt müssen wir wenigstens eine Frau irgendwie da auch mit reinpacken, welche nehmen wir? Ach, nehmen wir die Maria Magdalena, weil die ist ja auch so, kommt ganz gut in der Bibel bei weg mit ihrem Fleiß. Also nehmen wir wenigstens sie, bevor wir alle nehmen oder keine nehmen. Ja. Naja. Da kommen wir gleich noch drauf, bevor wir zu viel spoilern. Ganz zum Schluss ist er dann nochmal, da wird es ja dann nochmal richtig extrem zu dem Punkt. Okay, wir waren jetzt bei Lazarus. Lazarus lebt wieder. Dann war die Stelle unten in der, was war das, Zisterne oder war das in der Keller oder in dem Gewölbe, wo er
Hilfe bei oder Stärkung bei Maria Magdalena gesucht hat. Maria Magdalena, genau. Was war denn die nächste Stelle? War die nächste Stelle da, wo er sie aussendet, seine Jünger, dass sie missionieren sollen? War das dann schon? Warte mal, was sagtest du gerade davor? Die waren wo gewesen? Na, wo sie da in dem Kellerraum oder so und tiefer gesetzt in dem Raum waren, wo Jesus nach dem Auferwecken von Lazarus so kraftlos war und Maria Magdalena zu ihm gegangen ist, wo Jesus dann mit seinem Kopf in den Schoß von Maria sich so in den Schoß gelegt hat und Maria ihm irgendwelche so auferbauende Worte gesagt hat. Ja gut, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, ob was jetzt direkt danach kam. Gut, es kann sein, dass dann kam, ich sende euch zu zweit aus, ne? Und dann der krasse Part, ne? Genau. Maria, ich sende dich aus mit Petrus. Genau. Ich so, what? Ja, also wahrscheinlich, vielleicht steht deswegen hier Frau und Apostel, Fragezeichen. Vielleicht war das auf die Szene bezogen, als er sie aussandte mit Petrus zusammen zu zweit, ja. Wahrscheinlich kam da hier das mit der Frau, Apostel, Fragezeichen. Ah, das muss man, ja, genau. Ja. Also, das Ziel war ja, Petrus wollte sich einen Platz suchen in der nächsten Ortschaft zum Predigen und sie sollte die Menschen zusammenrufen. So war die Aufgabenverteilung und dann ging es ja los. Also das war ja so richtig ja. Willst du erstmal die Situation erzählen, was da war in dem Dorf, wo dann die ganzen Menschen so tot oder krank waren? Oder ja, das ist zumindest auch noch gut in Erinnerung, als die Szenen da gezeigt waren. Die kommen dann dabei in irgendeine Ortschaft, da war aber denn keiner. Man fragt sich, haben die Römer geplündert? Wollte man das darstellen? Irgendwie Römer haben das Volk bestraft oder es war nur Hungersnot zu der Zeit. Keiner hat sich um die Menschen gekümmert. Es war von meiner Seite aus schwer zu beurteilen, was da los war. Man hat nur gesehen, dass dann Petrus und Maria in die Gebäude hineingingen und da lagen überall halbtote, verhungerte Menschen. Also jetzt nicht blutig, sondern wirklich, man hat so das Gefühl, entweder eine Krankheit oder halt Hunger am Verhungern, weil mal viele abgezerrt waren vom Körper halt. Dann war da irgendwie noch ein Kind, das hob man dann, oh, guck mal, das lebt noch, Petrus hat immer gesagt, nein, lass uns gehen, wir können ihm nichts mehr machen, wir können ihm nicht helfen. Und Maria, ja doch, komm und hier. Und was, das steht ja jetzt hier auch, ne? Weil mein nächster Punkt ist ja, dass hier steht, er hat sie ausgesandet, um Tote aufzuerwecken, um Kranke zu heilen. Und das war total, total daneben meines Erachtens. Natürlich stellt man sich die Frage, was ist mit halb verhungerten Menschen, wenn man selber kein Brot hat, um die zu ernähren, höchstens noch Wasser holen kann. Das hat ja, glaube ich, Maria da auch gemacht, versucht noch zu helfen, die Leiden zu mindern, dass man zumindest nicht verdurstet oder so, wenigstens denn verhungert, vielleicht ist das angenehmer. Aber irgendwie war das irgendwie so, ich so, die hat es doch extra ausgesandt, um halt auch zu helfen, wenn Not ist und auch vor allem Tote aufzuerwecken. Soll es jetzt heißen, wenn jemand verhungert ist, dass man den nicht mehr von den Toten auferwecken kann, weil man ja kein Brot hat danach zum Essen geben, nachdem er wieder lebt? Ja, so ein Gedanken ging mir dann durch den Kopf. Gab es da Grenzen bezüglich des Tote auferwecken? Wie ist man umgegangen auch in solchen Situationen, wenn man in ein Gebiet kam, es gab nichts zu essen? Man darf vielleicht wirklich nichts machen können in dem Moment, wenn man selber kein, oder hätte man Wunder tun können, Brotvermehrung, keine Ahnung, wir lesen darüber nichts, ob die Jünger auch sowas gemacht haben. Ja, aber es war, also erstmal das Verhalten von Petrus, war ja unter aller Sau. Ja, der soll verheiratet gewesen sein, also so stellt man den da nicht da im Film, ja, mit seinem Verhalten gegenüber Frauen. Aber dem war das ja so alles so egal, ne, komm, lass uns ziehen, nö, weg hier. Und die Maria, doch, kümmern, wir wollen uns kümmern. Und dann haben sie dann irgendwie versucht zu helfen, haben das eine Kind da, glaube ich, dennoch, was am Leben war, oder ist es dann auch verstorben in dem Moment, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind irgendwie fast alle tot, die haben aufgehört zu atmen da und dann sind sie weitergezogen. Nicht so. Und das ist auch das Einzige, was du siehst, das ist die einzige Szene, meines Erachtens, wo du siehst, was die Jünger gemacht haben, nachdem Jesus sie ausgesandt hat, bis sie wieder zurückkamen. Dem Zuschauer wird der Eindruck gemacht, das war so ein Diakonieverein. Die sind vorbei und haben den Alten geholfen und Wasser zu trinken denen gegeben. Und ich so, das wird total entkräftet, das, was Jesus wirklich gemacht hat durch seine Jünger dadurch, wenn man nur so eine halbe kaputte Szene da sieht, wie da Leute tot rumliegen. Also
echt schlecht in dem Moment. Also ich finde es sehr gut, dass wir jetzt mal drüber reden, weil ich dann den Film für mich selber nochmal durchleuchte. Am Anfang, als ich vom Film raus bin, dachte ich mir, naja, wegen merkwürdig waren schon ein paar Stellen, aber so schlecht war er gar nicht. Je mehr ich mich mit dem Film im Nachhinein beschäftige, desto mehr kommt für mich raus. Ich fasse mal meinen Eindruck zusammen. Die werden ausgesandt von Jesus und genau wie du sagst, um solche Sachen zu tun, um vielleicht sogar Kranke zu heilen, um den Menschen von Jesus zu erzählen, um zu zeigen, dass Jesus da ist. Und dass Menschen geheilt werden, dass Menschen vielleicht sogar von den Toten auferstehen, wobei das, glaube ich, im Nachhinein, ich weiß nicht, ob die das sogar zur Zeit von Jesu, zur Jesu-Zeit schon konnten, aber danach auf jeden Fall, durch den Heiligen Geist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Jesus hatte sie ja ausgesandt und hat gesagt, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, das war auf jeden Fall alles gegeben. Und davon siehst du nicht ein Part in diesem Film, wobei natürlich, es war eh kaum so etwas verfilmt, wo man kann nicht die ganze Geschichte verfilmen. Aber dass man jetzt so eine Szene benutzt mit Petrus und Maria Magdalena, das ist wirklich eine Schande, für den Zuschauer zu vermitteln in Bezug auf, was Jesus eigentlich wollte durch das Aussenden. Ja, Eindruck, der vermittelt worden ist, war ja eigentlich, Petrus sieht das Ganze, okay, sind alle am Sterben. Er hat ja gemeint, wir müssen gehen, bevor die Römer zurückkommen. Also scheint es irgendwas mit den Römern gehabt zu haben, was auch immer. Möglich, ja. Da hat man eine Frau gesehen, die am Sterben war. Petrus sollte das Kind dann nehmen. Natürlich sollte Petrus sich nicht um die Frau kümmern, sondern das hat Maria Magdalena gemacht. Und Petrus sollte das Kind nehmen, damit das Kind nicht dabei ist, wie seine Mutter stirbt. Die Reaktion war, Petrus sagt, ja, wir können für die Leute nichts mehr tun, lass uns weiterziehen und woanders predigen. Und ja. Maria Magdalena, eben wieder die empathische, wir können doch jetzt nicht gehen. Genau das ist doch das, wofür wir da sind. Wir müssen den Leuten helfen, die brauchen Wasser. Hat gleich gesehen, die brauchen Wasser und rennt runter, tut sich komplett, siehst du so Maria Magdalena vorausstürmen, Petrus hinterher, auf sie einreden und sie als tapfere, mutige Frau voran, wie es richtig geht. Wasser holen. Wasser geben und dann Menschen vielleicht noch am Leben oder zu halten oder Leben zu retten. Und Petrus war eher der so, den kann man eh nicht mehr helfen, lass uns weitergehen, lass uns woanders was machen. Lass uns nur reden, aber nichts tun. Genau. So hat man den Petrus so da dargestellt. Also die ganze Zeit, also diese ganze Petrus-Sache, da war nicht eine Szene dabei, wo ich sage, da konnte man sich nur beschweren. Über Petrus, also wie er dargestellt wurde. Also wenn jemand nur den Film kennt und nicht die Bibel, würde ich sagen, die Jünger waren alles Luschis. Die wollten irgendwie, dass Jesus ein Heer aufbaut und gegen die Römer kämpft und sie ist die Einzige, die eigentlich verstanden hat, was Jesus eigentlich wirklich will. Das ist so im ganzen Film eigentlich immer wieder, Jünger haben keine Ahnung und Maria Magdalena versteht Jesu Gedanken. Ja, genau. Also, ja, ungefähr. Nun Maria hat verstanden, was eigentlich Jesus möchte. Und die Jünger haben irgendwie, gut, nicht jeder Jünger wurde ja jetzt da detailliert eingeblendet in Bezug, wie er denkt. Aber was man gesehen hat über die Jünger, war halt, ne, denn schwach. Also natürlich, man sagt, es ist ein Film, der heißt Maria Magdalena und nicht Petrus, ne? Aber es ist meines Erachtens, man hätte es anders darstellen können. Wenn man schon sagt, wir wollen versuchen zu vermitteln, was Maria Magdalena so die ganze Zeit gemacht haben wird in dieser Zeit, aber man hätte es, auch wenn es nur kurz gemacht worden wäre, anders darstellen können, die Männer. Wie gesagt, sonst entsteht ja wirklich dieser Eindruck, Frauenpower und die Männer alle Luschis, ne, so ungefähr, ja, erweckt ja den Eindruck, ne? Also. Genau. Da kommen wir noch auf ein paar mehr Stellen. Das geht durch den ganzen Film durch. Ja, hast du zu der Stelle noch was? Ich habe hier nichts mehr stehen. Jetzt ist das Problem, nach dem Punkt, weckt Tote auf, habe ich mir aufgeschrieben, ne? Petrus steht hier, Petrus wahrscheinlich. Und jetzt stehen nur noch drei Worte hier, die ich mir dann noch aufgeschrieben habe. Eigentlich komisch, weil der Film ging ja über 2 Stunden, ne? Stunde 30, ne, was waren das, 130 Minuten? 130, genau. Ja, kam mir gar nicht so vor irgendwie. Also irgendwie, keine Ahnung, mir kam es nicht so lang vor zumindest. Na gut, das Problem ist jetzt, Forrest, dass jetzt drei Sachen noch stehen. Das letzte Wort ganz am Ende kann ich lesen. Die anderen zwei Freibier, nee, was steht da wahrscheinlich nicht, ja. Und also es ist ziemlich schwierig, das jetzt hier auch noch zu, weil ich habe mir meine Notizen, seitdem ich den Film gesehen habe, nicht angeguckt, ne? Ich hätte es mal machen können, ob es was gebracht hätte, weiß ich auch nicht. Welche Herberge, war da irgendwas? Ist das ein H? Heulen? Puh, schwierig. Also ich kann die jetzt auch nicht mehr grob sagen, was dann chronologisch war. Das Einzige, was mir jetzt einfällt als nächstes ist, sie sind ja wieder zurück zu Jesus.
Und dann sind sie in der Stadt gekommen, da mit den ganzen Frauen. Genau. Mit den Frauen geredet hat. Das ist so, was mir so einfällt jetzt, was vielleicht als nächstes hätte kommen können. Ja, da habe ich mir was aufgeschrieben. Ich suche nur gerade, weil bei mir geht es jetzt ein durcheinander, weil man dann immer Platz gesucht hat. Moment. Und zwar, ich finde gerade die Stelle nicht, aber ich sag's mit meinen Worten. Und zwar fand ich das, also das, wie gesagt, ich habe hier im Nachhinein durchs Durcharbeiten habe ich gemerkt, welche Position Maria einnimmt und welche Position Jesus hat. In der Stelle in der Stadt geht es darum zu lehren, dass sie eine Stelle suchen, wo gelehrt werden soll. Und da, wo sie gerade in die Stadt gekommen sind, war gerade anscheinend das Frauenviertel oder das Waschviertel, weil da viele Frauen waren. Und die Jünger haben sich gewundert, was will er jetzt hier lehren? Ne, weil ja eben nur Frauen waren und keine Männer. Fragt Jesus, ich weiß nicht genau, was er fragt, aber fragt Maria was. Und Maria sagt dann, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben, und zwar, sind wir so viel anders, dass du uns was anderes lernen musst? Da gibt es eine Stelle, da fragt Maria Magdalena, Jesus, müsstest du uns was anderes lernen? Sind wir so viel anders wie die Männer? So mit meinen Worten jetzt. Und daraufhin sieht man Jesus, wie er so grinst, so lacht, sagt dem Motto, aha, sie hat es verstanden. Oder irgendwie so ein, wie wenn sie beide irgendwie, wenn Jesus genau das rausprovozieren wollte, diese Frage. Aber es war schon so dreist. So Jesus fragen, sag mal, Jesus, wieso willst du nur den lehren? Ich sag dir mal, wie es richtig wäre, nämlich wenn du jedem alles gleich lehrst. Und das fand ich ein bisschen, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Die Stellung, die Maria Magdalena gegenüber Jesus hat, so rebellisch. Ja, also ich hab die Szene jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie du es gerade berichtest. Ich würde aber meinen, man hat hier auch wieder versucht, die Jünger als Dummköpfe, die sich nicht ordentlich verhalten, in den Orten darzustellen. Und Maria muss verbessern ständig das Verhalten der Männer gegenüber, ne, jetzt da den Frauen wieder. Ne, Frauen, was wollen wir hier, können wir eh nicht predigen. Ja, und so eine Art, wie selbst Jesus provoziert, na, war das wirklich richtig, was die Jünger gesagt? Sagt das nicht frei raus und dann sagt Maria was, ne? Und dann, so eine Art Reaktion. So kam es rüber. Aber ich habe es wirklich nicht mehr so, wie du gerade das berichtest, auf dem Schirm, ob es so war. Das ist schon bei mir verschwommen weg. Ich habe jetzt gerade die Notiz gefunden. Und zwar habe ich da geschrieben, in Klammer rebellisches Verhalten gegen Jesus. Und sie schreibt, was müssen wir anders gelehrt werden als Männer? Das war die Frage, die sie an Jesus gestellt hat. Und dann hat Jesus eben angefangen vor den Frauen. Dann hat Jesus Maria Magdalena zu sich genommen. Die sollte dann eben mit zu ihm hochkommen, wo er so an der Erhöhung stand, an dem Brunnen. Und dann haben sie gemeinsam irgendwie den Frauen die Botschaft gebracht. Das hat man aber dann nicht mehr so gesehen, haben sie sehr schnell abgeschnitten. Aber ja, das rebellische Verhalten eben, müssen Frauen anders gelehrt werden. Auf der anderen Seite hat sie da recht. Das war immer das Problem damals, dass Männer gelehrt werden durften und Frauen sollten sich weit weg setzen oder sollten nicht mit vorne dran sitzen. Ist ja auch in den Synagogen so, die Trennung. Und daher ist die Aussage schon irgendwo berechtigt, sage ich mal. Aber wie es gesagt wird und welche Situation mit dem ganzen Zusammenspiel in der Bibel, Verhältnis Maria Magdalena und Jesus, ja, finde ich das sehr rebellisch und unpassend. Ja, also wie gesagt, ich würde auch meine, so eine Tendenzen könnten da gewesen sein, aber ich habe wirklich jetzt die Szene nicht mehr im Kopf, so wirklich, wie jetzt da die Gesprächslage war miteinander. Aber ja, also bestimmt die Tendenz hat versucht, der Film irgendwie darzustellen in Bezug auf, natürlich dürfen Frauen reden in der Gemeinde. Ich sage jetzt mal das so pauschal, nur weil das jetzt ein Bibelvers ist. Oder diese Art, eine Frau darf Apostel sein. Das sind ja alles Streitfragen heute in der Christenheit, wenn man über diese Bibelstellen da debattiert. Ist es so, ist es nicht so? Und der Film versucht wirklich, das moderne Denken über die Bibelauslegung zu vermitteln in Bezug der Frau. Und ich persönlich bin da eher zurückhaltend und eher sage ich, nee, nicht, kann ich zu allem genau sagen, dass es so ist, wie es der konservative Weg wählt. Aber mal, was zu weit geht, geht zu weit. Und der Film hatte auch, nicht nur, ja, auch vermittelt, dass er dieser modernen Auslegung zustimmt. Hatte ich irgendwie das Gefühl. Nicht so extrem, ich kann nicht wirklich sagen, dass es so total der feministische Film ist. Aber man hat versucht, diese liberale Auslegung zu frönen. Und da sage ich mir, oh, das ist aber ne, so eine Risikosache, wo ich sage, also, naja, so lockt man die Frauen ins Kino, ne? So, so ungefähr.
Genau das, was du gerade sagst, genau das, so habe ich auch gedacht, bis ich mir die ganzen Notizen aufgeschrieben habe und gemerkt habe, in welche Richtungen die Notizen gehen. Weil, wie gesagt, die nächste Notiz ist das, das war zwischendrin noch in den ganzen Situationen, wir sind jetzt schon fast am Ende, wo es dann Richtung Jerusalem geht. Die Stellen zum Beispiel, wo sie losgezogen sind. Jesus ist schon losgelaufen, alle schlafen. Die Einzige, die es mitbekommt, ist Maria Magdalena und weckt sie alle auf und die ziehen Jesus hinterher. Dann eine Stellung, wo Maria nicht schlafen kann, aufwacht, Jesus sucht, der sich distanziert hat oder sich separat gelegt hat oder auf dem Stein gesetzt hat und sie legt sich neben ihm unterm Vollmond und der Vollmond geht unter. Da kann man jetzt viel reininterpretieren oder auch gar nichts. Also man hat immer das Gefühl gehabt, sie suchen die Zweisamkeit. Und dann die Aussage, wo sie ihn fragt, ist das das Gefühl, mit Gott eins zu sein? Oder wie ist das Gefühl, mit Gott eins zu sein? Und Jesus antwortet, niemand hat mich je diese Frage gestellt, wie sich's anfühlt. Also man hat gemerkt, dass so eine Zweisamkeit, der ganze Film geht irgendwie sehr viel um die Zweisamkeit. Jünger ist nur Petrus und Judas eigentlich immer mal Thema. Ansonsten merkt man sehr viel, also nach dem Film könnte man wirklich Jesus und Maria eine Beziehung andichten. Ja, wie ich schon von vermutet habe, ne? Es ist ja so dieses Gedankenspiel heute auch, ne, was über Kirchengeschichte gemunkelt wurde. Und das wollte halt man taktisch wohl mit einbauen. Warum auch immer, weil man vielleicht selber davon überzeugt war von den Produzenten, weiß ich nicht, dass man da so eine leichte, ne, ich weiß jetzt nicht, dann müsste jetzt demnächst auch, das kam, als die Mutter dazu kam, ne? Genau. Die Mutter Jesu dabei war, müsste jetzt da nächst kommen. Aber grundsätzlich, ja, dieses Versuchen, sie hat sich total in ihn verknallt, seit dem ersten Tag, so ungefähr. Mhm. Ja. Durch sein Auftreten, sein Reden. Ne? Was er so gesagt hat, das hat sie sehr stark inspiriert. Und man könnte aber auch in dem Film erkennen, dass Jesus selbst auch so ungefähr so eine Art, ist nicht mein Auftrag, aber deswegen. Wenn es mir erlaubt wäre, würde ich sie heiraten, aber so muss ich mich da so zurücknehmen und werde da nicht groß jetzt da irgendwie agieren. So eine Art hatte man das Gefühl gehabt in den Reaktionen von Jesus, wie er auf diese Situation immer reagiert hat, wo es denn so eine Art Flirt fast wurde. Ja, ja, das ist zum Beispiel angefangen mit der Taufe, als er sie getauft hat und die Blicke sich trafen, die haben sich ja bald 10 Sekunden oder 15 Sekunden in die Augen geschaut. So kenne ich es eigentlich nur von einem Liebespaar. Also, ne, so. Ja, klar, ich sagte, deswegen ja, von der ersten Sekunde an hatte man so gemerkt, sie hatte sich auf jeden Fall in ihn und er hat auf jeden Fall in keiner Sekunde dagegen mal sowas gesagt, ne, so ungefähr Maria, das ist aber nicht möglich, weil, ne, sondern er hat so passiv mitgemacht, passiv, nicht aktiv, passiv so alles mit sich machen lassen, ohne da jetzt da groß das Thema mal anzusprechen. Ja, ja, richtig, richtig. Zu dem Thema, was du gerade gesagt hast mit der Mutter, da gibt es ja die Stelle, dass Maria, die Mutter Jesu, eben zum Maria Magdalena sagt, du liebst meinen Sohn. Da hat sie es ja nochmal bewusst gesagt, du liebst meinen Sohn, aber mach dich drauf gefasst, dass du ihn verlieren wirst. Das war die Stelle, was du wahrscheinlich gemeint hast, wo es bewusst auch angesprochen wird, du liebst meinen Sohn. Ja, das war ja auch im Trailer schon zu sehen, ne? Diese Szene, da war ihm schon klar, okay, kann man gleich kritisch vielleicht betrachten in Bezug. Davon lesen wir nichts in der Bibel. Aber mir ist gerade, bevor ich die Frage vergesse, noch eingefallen, würde ich dich mal fragen, weil vielleicht habe ich da gepennt, eigentlich habe ich nicht geschlafen während des Films, mache ich eigentlich nie. Aber weil wir es gerade angesprochen haben, wann ist dir bewusst geworden, selbst, dass Maria die ganze Zeit mit Judas redet? Dem Iskariot, den Verräter. Mir ist das gar nicht. Mit wem unterhält die sich denn da? Ist das jetzt hier irgendwie Johannes oder Jakobus? Wurde das jemals gesagt, mit wem sie, also haben sie sich da vorgestellt? Weil erst am Ende des Films sehe ich, ach, das ist ja Judas. Ja, das hat mich überrascht, weil ich hätte das nicht geahnt, dass das Judas war, mit dem sie sich da ganze Zeit privat unterhalten hat über den Film hinweg. Also auch neben Petrus. Vor allem Judas war der netteste Jünger von allen. Also. Ja, deswegen, ja, ich denke so, das könnte Johannes vielleicht sein, Jakobus, wer weiß, weil Petrus ist ja schon der Schwarze. Ja, also, ja, war merkwürdig, ja. Also jetzt im Film. Jetzt, wo du mich so fragst, das Entsetzen war auch da, als er dann verraten wurde zum Schluss. Und danach muss ich jetzt gehen, dass ich auch die ganze Zeit nicht gewusst hatte, wer das von den Jüngern war. Ich weiß nur jetzt, wo du es mich fragst, dass das Gespräch sehr harmonisch war, dass er der war, der meist Maria verstanden hat und die gemeinsam versucht haben, Jesus zu verstehen und irgendwie einer der liebevolleren Jünger war. Und dann so mit dem Kosmos verraten. Stimmt,
Ich glaube, das weiß man den ganzen Film nicht. Also ich wusste es auch nicht. Erst am Ende wurde es so, ich so, Moment mal, weil dann wurde ja auch, kommen wir ja noch zum Ende, war ja ein bisschen überraschend dann auch für mich, so okay. Aber ja, es hat mich dann schon überrascht, ich so, weil ich hätte auf gar keinen Fall gerechnet, dass, weil, wenn schon nur mit Petrus was gezeigt wird, die anderen Jünger reden ja wirklich nur ganz kurz mal was, aber dass man da eine zweite Person nimmt, mit der Maria Magdalena auch redet und die über ihre Vergangenheit redet, die Person mit irgendwie, meine Tochter ist verstorben, weiß nicht mehr, irgendwas hat er da erzählt, ja, da hat er ja, glaube ich, gesagt, ne, meine Tochter oder meine Frau ist tot, und ich so, okay, aber dann, dass man dann Judas wählt als Gesprächspartner, ja, gut, da kann man vielleicht das Ende besser mit dem Verrat darlegen, ne, wenn man da jetzt jemanden nimmt, mit dem man auch mittlerweile als Zuschauer kennengelernt hat. Aber ungewöhnlich war der Charakter auf jeden Fall. Ja. Nicht zum Ende unbedingt, aber über den Film hinweg, dass man sagt, so korrupt und geldgierig kam mir der gar nicht vor. Ne? Ja, also da kommen wir gleich auf den Verrat. Das ist ja das ist so die Frage, sind wir da schon? Haben wir nicht irgendwas vergessen? Weil da Moment, wir sind doch jetzt, also mit der Mutter, die haben denn da geredet, und dann sind die doch auf dem Weg nach Jerusalem. Generell, und das wurde ja auch ein Großteil des Films da mit den Tempelsäuberungen oder diese Aufstände und sowas denn da alles war. Da ist Jesus und so. Ich glaube, das kam jetzt schon. Genau, und da war jetzt, also fand ich jetzt nicht viel Verwerfliches. Die Jünger sind ja hingegangen mit dem Ziel, nur dass man grob weiß, was der Hintergrund war. Ziel, Jesus wird hier sein Werk beginnen. Er wird hier die Belagerung der Römer auflösen, wird einen Aufstand anzetteln. Das haben sie alle gedacht. Und ja, das, ja. Jesus schimpft, dass der Dempel den Himmel nicht kaufen kann. Und dann wird er festgenommen. Also eigentlich ist die Dempelsäuberung plus die Festnahme alles in einem. Ja, das war sehr stark zusammengewürfelt. Aber dennoch so dieses, was mir sehr gefallen hat an dem Film, also das hatte ich letztes Mal auch schon gemacht, was mir am meisten gefallen hat an dem Film, war wirklich diese Atmosphäre, dem Zuschauer zu vermitteln, wie so die Rundumplätze um Jerusalem so waren, wie die Menschen so gedacht haben, und dieses, jetzt kommt Jesus, und du siehst ja sonst im Film nichts über Jesus und die Pharisäer groß, ne? Aber dieses, wie es dargestellt wurde, er kommt dann und dann hörst du laut und Leute gehen dann durchs Tor und so. Also das waren sehr gute Einstellungen, dass ich dachte, das hat man wirklich gut vermitteln können dem Zuschauer, dass er sich hineinversetzen selber kann, als wäre man jetzt selber beim Pilgerfest dabei und hört nur irgendwie über, da gibt es jetzt so einen Jesus und über den, der ist ja überall im Munde. Und das war wirklich das Beste, was der Film machen konnte. Wo ich immer noch sage, das ist das Beste, was der Film vermittelt hat im Ganzen, weil das echt gut gegangen ist, weil ich das noch nie in einem anderen Film so wahrgenommen habe. Dieser Realismus, ja, in dem Moment, der da stattfindet. Auch dann später mit Maria, als er dann gekreuzigt wurde, oder generell, man sieht da nicht viel, als er verhaftet wurde, ihr Verhalten, wie sie denn da so auf der Straße, auf dem Weg liegt, sogar, man hört gar nichts, man ist weit weg, und das war wirklich super. Also da muss ich sagen, das waren so die besten Szenen im Film, die mir so im Hinterkopf noch geblieben sind. Ja, richtig. Also das muss ich auch sagen, das kommt auch später, wenn wir über das Fazit sprechen, da wo wir Plus und Minus einfach mal zusammenlegen, da wirst du nochmal richtig gefordert, deine kompletten Sachen zusammenzulegen, was du für ein Fazit hast. Und da ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, muss man sagen. Man kann sich in manchen Stellen wirklich sehr gut in die Lage oder in die Situation rein zu versetzen. Ach, jetzt habe ich gerade einen Worthänger. Ihr wisst, was ich meine. Und das habe ich bei vielen Filmen nicht. Da war es eher so Spielfilm, man hört sich's an, man schaut's an. Aber hier in dem Film hat man das Gefühl, man kann mit dabei sein, wie so ein 3D-Film irgendwie. Das fand ich echt gut. Also da hast du recht. Das ist mir auch so gegangen. Ja, es hat so, wenn von der Atmosphäre her, ist es sehr nah, was auch die Passion Christi gemacht hat. Diese Gefühle und wie es so war, rübergebracht. Das hat der Film nicht mit Musik und Ton, sondern wirklich mit den Bildern, fand ich, sehr gut dargestellt. Ja, dann können wir jetzt direkt an der Szene dort, ne? Das war ja, sie ging ja da zum Fest, ne? Und dann den Aufruhr dann im Tempel da, 1000 Leute und die Händler, und dann macht er da seine Mahnansprache mit, kann ich gekauft werden? Dann, ja, und sie haben sich ja noch unterhalten, was denn jetzt war das Mal des Herrn dann, ne? Glaube ich, als nächstes, oder? Dass sie sich da zusammengesetzt haben und so jetzt die Übernahme, jetzt geht's los, das ist doch die Chance, jetzt wird Jesus sich zum König hier und wird uns endlich befreien und so, das war die Hoffnung irgendwie von allen, ja, ist auch gut vermittelt, weil das siehst du sonst im Film auch nicht, das fand ich als Idee gar nicht so verkehrt, dieser Gedankengang aller Jünger, auch die von Judas selbst,
dieses Bild so zu vermitteln. Jetzt endlich zieht der König ein in Jerusalem. Keiner glaubt, dass Jesus jetzt sterben wird oder so, weil er hat zwar immer darüber geredet, aber keiner hat es verstanden von den Jüngern. Das war auch eigentlich dieser guten Momente im Film. Was jetzt zu mir im Hinterkopf ist, jetzt müsste diese privaten Gespräche stattfinden, untereinander irgendwie da. Und jeder merkt, er macht gar nicht das, was irgendwie jetzt war doch. Jetzt sitzt er da und irgendwie Chance vertan. Und dann gab es jetzt auch die Sache mit Judas da. Also das ist, glaube ich, das, was jetzt im Anschluss kommen müsste. Ne? Also, richtig, haben wir das mit dem Dembel kam später, weil der war ja schon festgenommen. Okay, dann kamen die da hin und haben sich unterhalten, ne? Oder ja. Er hat doch eine Ansprache gemacht oder nee, er kam doch, da hat sich beschwert. Stimmt, gleich, ne? Erstes Abendmahl, dann kam er in den Dembel. Das war irgendwie ganz komisch, weil er war erst im Dembel, wurde festgenommen. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann das Abendmahl war, ob dann das gerade ein Gethsemane und dann war das, wo er den Leidensweg gegangen ist mit dem Kreuz drauf. Das war wegen durcheinander, weil die haben ihn dann festgenommen. Was wurde dann mit ihm, was mit ihm passiert? Ich glaube, die haben ihn dann wieder befreit, weil dann die Römer kamen. Wahrscheinlich, ja genau, würde ich auch vermuten. Die haben ihn da so kleiner Aufstand, dann sind alle, dann sind die doch geflohen ins Gitter da und so und dann, und Jesus war denn, da weiß man nicht so ungefähr, wie der da rauskam, ne, aus der Situation, aber er war doch denn da, oder? Oder war der denn schon, nee, oder den haben, der kam doch denn gar nicht mehr. Die haben ihn festgenommen, dann haben die Jünger sich da versammelt und haben geredet, das war's jetzt und oder? Ja, das ist genau das, was verwirrend ist. Also, soweit ich weiß, war das der Punkt, wo die Jünger gedacht hatten, Jesus macht jetzt eine Revolte und hier sind viele Leute, die machen alle mit und alle werden dabei sein. Und dann rebelliert er aber gegen den Dembeldienst, was hier läuft. Das ist eben ein Handelshaus geworden, das Gebetshaus. Ja. Dann soll er vor die Pharisäer festgenommen werden und ist festgenommen worden. Dann kamen die Römer rein und daraufhin haben sich irgendwie raus geflüchtet. Und da waren plötzlich, da war Jesus separat in dem Raum, wo Maria Magdalena zu ihm wollte. Genau, die sind doch alle geflüchtet mit Jesus, genau, ne? Glaube ich. Mhm. Er hat wieder keine Energie mehr gehabt, ich sag's mal so. Und Maria Magdalena durfte dann nicht zu ihm kommen. Petrus hat ihm den Weg versperrt. Mhm. Genau. Und da haben sie alle gemerkt, was hat Jesus hier gemacht? Das war halt die beste Chance und er hat sie nicht genutzt. Und jetzt kommt es, das ist jetzt, wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist bei mir Schluss mit Geduld. Und zwar das, was du gerade genommen hast mit Judas. Jetzt kommt das Abendmahl, das letzte Abendmahl, wo eben das typische Bild mit Maria Magdalena und Jesus, wo man sagt, so, da sieht man ganz klar die Vermählung von beiden, das Maria Magdalena, da wird auch das Bild gezeigt, das typische katholische Bild, wo Maria Magdalena und Jesus in der Mitte sitzen und alle Jünger außenrum. Das kennst du sicher, oder? Ja, klar. Ich habe es leider nicht rausgesucht, das Bild, sonst hätte ich jetzt mal zeigen können. Nochmal für andere. Das wurde dann gezeigt, eben genau dieses Bild wurde nachgestellt. Und dann war ja der Verrat von Judas. Und du siehst im Garten Gethsemane, ich spoilere es mal schnell, da können wir auf die einzelnen Dinge gehen. Maria Magdalena wurde von einem von einer Wache niedergeschlagen, deswegen siehst du nichts mehr vom Garten Gethsemane. Ich fand es auch merkwürdig, alle Jünger haben sich verteilt, da war nichts mit. Drei Jünger gingen mit Jesus mit und Jesus hat gesagt, wacht hier mit mir. Und er ist nochmal zwei Schritte weitergegangen, sondern alle haben sich verteilt irgendwo. Die einzige, die nach Jesus geschaut hat, war Maria Magdalena im Garten Gethsemane. Aber warte mal kurz, also ist davor nicht noch irgendwie was passiert in Bezug jetzt zu Judas selbst? Also alle haben sich aufgeregt, dann hat Judas mit Maria allein gesprochen. Wieso hat er nichts getan? Das war die Chance, ne? So ungefähr. Und dann muss er doch irgendwas getan haben, oder? War da nicht noch irgendeine Szene, dass er jetzt irgendwie sagt, ich muss das selber in die Hand nehmen oder so? Oder war da irgendwas? Das kam danach, dann als Maria dann wieder das Bewusstsein erlangte und eigentlich alles im Garten Gethsemane schon geschehen ist, da war es auch schon wieder hell. Mhm. Ist sie auf Judas getroffen und fragt, was hast du gemacht? Weil sie hat ja Judas gesehen. Okay, ja genau. Ja, denn genau, die hatten ja getroffen. Ne? Und dann fragt Maria Magdalena, was hast du getan? Und er sagt, und das ist das Krasse, das ist der größte Anstoß für mich, dass Judas sagt, ich musste ihm etwas nachhelfen, jetzt muss er reagieren. Also, ja, okay. Er hat keine Revolte angestachelt. Wenn er es nicht freiwillig macht, dann müssen wir ihn dazu zwingen. Jetzt ist er festgenommen, jetzt muss er mit seinen Wunderkräften, mit seinen Mitteln, muss er jetzt reinschlagen, sonst wird er sterben. Also man hat genau. Das denkt, seine Kräfte zu entfalten. Das fand ich merkwürdig, sehr merkwürdig. Ja, also für mich in dem Moment, wo ich das so wahrgenommen habe, gesagt, aha, hier hat man irgendwie jetzt so ein, also ich denke, auch hier hat versucht der Autor des Films einen Grund zu liefern, warum hat denn eigentlich Judas Jesus verraten? Weil das wird ja nicht aus der Bibel direkt klar, außer mit Geldgier und Sünde und der Satan. Ne? Ich fand es erstmal in dem Moment, oha, okay.
Judas kriegt mit, er will das Königreich nicht aufbauen. Naja, dann muss ich nachhelfen. Dann liefere ich ihn aus, weil dann muss er ja irgendwas machen, er ist ja der König. Er muss sich da ja irgendwie dann daraus befreien können. War für mich dann so interessante These, so erstmal so. Darauf muss er erstmal kommen, ne? Auf so ein Zusammenspiel. Aber ist natürlich jetzt so im Nachhinein, sagt man sich auch. Also irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass deswegen Judas sich erhängt hat oder so, ne? Also generell umgebracht hat, weil er das gemacht hat. Ja, aber ist echt neu gewesen. So ein neues Konstrukt über, warum hat Judas Jesus verraten, ja. Ist interessant, sich mal Gedanken zu machen. Es könnte ja sein, aber in dem Film kam es so eher so märtyrerhaft drüber. Er hat eigentlich was Gutes gewollt. Er wollte eigentlich nur, dass Jesus wachgerüttelt wird. Also gar nicht so, als er hat ihn verraten, sondern eher, ja, gibt ihm eine neue Chance, sich zu beweisen. So kam es eher rüber. Also ungefähr, als wären die Pharisäer zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, fällt dir vielleicht, brauchst du irgendwie Geld oder so? Ja, weil das kommt ja gar nicht drin vor, diese 30 Silberling oder so, ne, an den Auslieferungen an den Pharisäer, weil das ja, wie gesagt, rausgeschnitten ist wegen der Bewusstlosigkeit von Magdalena, ne? Genau. Das Ganze. Aber es muss ja, ich frage mich, wie das passiert sein soll, dass er, der muss ja gesagt, so, wenn Jesus also nicht will, na, dann gehe ich jetzt, dann sorge ich dafür, dass er das tun muss. Und er geht dann von sich aus zu den Pharisäern und sagt, hey, ich kenne Jesus und wenn ihr wollt, sage ich euch, wo er ist und dann könnt ihr ihn dann festnehmen und alles. Und er sagt sich aber innerlich, hahaha, jetzt wird das Reich Gottes doch noch aufgebaut, ne? Dieses Gefühl vermittelt ja der Film dann. Also er wollte eigentlich was Gutes mit seiner Aktion. Und das ist schwer mit der Bibel so zu begründen, meines Erachtens, wie es denn so dargestellt wird. Ja, also, ja, ich war selber überrascht in dem Moment. Ich so, okay. Also, mit der Aussage, dass der Teufel in Judas gefahren ist und Jesus dann sagt, du, was du tun musst, passt es nicht zusammen mit dem Gedanken, ich möchte eigentlich helfen, möchte, dass Jesus in die Situation kommt, um seine Kräfte gegen die Römer anzuwenden. Also, das ist, wenn man die Bibel hernimmt, was in der Bibel drin steht, was man eben weiß, ist ja nicht viel, dann passt es, kriege ich das überhaupt nicht hin in Zusammenhang mit dem, was der Film sagt, weil im Film wird Judas als ein cooler, lockerer, lieber Typ dargestellt, der alle nur das Beste wollte. Ja, also normalerweise die Bibel in besten Anhaltspunkten will vermitteln, Judas war geldgierig, Dieb mit Geld, wurde immer für sich ein Egoist so ungefähr und will halt vermitteln, dass er um des Geldes willen Jesus verraten hat. Und nicht um, weil er sich zum König ausrufen lassen möchte. Das versucht der Film zu vermitteln. Da geht es überhaupt nicht um die Sünde von Judas, seine Geldgier und seinen Diebstahl aus der Tempelkasse oder auf der Gemeindekasse da, ja. Da wird ein neues Bild kreiert über Judas selbst. Ne? Genau, das sehe ich auch so. Also ist es mal interessant, als These mal drüber nachzudenken. Aber wir zwei reden gerade über diesen Film. Es gibt manche Menschen, die schauen sich den Film und glauben es vielleicht auch noch. Das ist die Gefahr. Dass man vielleicht sagt, ja, ist doch Jesus schuld am Tod Judas. Wieso hat er sich denn nicht zum König ausgerufen? Der hätte doch nicht sterben müssen, ne? Der Judas meint es doch nur gut. Aber wir sehen natürlich, dass er ja auch sagte, jetzt, wenn Jesus uns nicht befreit, dann will ich auch bei meiner Frau oder Tochter sein, die schon tot ist. Diese Art, dann hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Dann kann er auch sterben. Also deswegen hat er nichts zu verlieren, weil seine Frau oder, was die Frau oder die Tochter, die verstorben ist? Frau, Tochter? Ich glaube, die Frau. Na, dass er dann wieder bei ihr sein kann. Ne? Es wird als Begründung da so gegeben, warum er denn überhaupt psychisch so handelte mit diesem Verrat und naja, entweder wird jetzt Jesus König oder ich kann mich auch umbringen, weil er war ja so psychisch angeschlagen. Ich habe bei Jesus Halt gefunden, weil meine Frau davon gegangen ist. Hier habe ich wenigstens noch einen Sinn zum Leben. Ne? Und das ist natürlich auch was in der Bibel gar nicht vorkommt, ne? Über das Leben Judas. Ja, ich weiß nicht, haben die das aus dem Judas-Evangelium rausgenommen? Keine Ahnung, ob es irgendwie eine Überlieferung gibt, auf die man sich jetzt da gestützt hat. Aber passt halt nicht zum Bibelinhalt, ne? Eine Stelle haben wir noch vergessen, die Stelle, wo, ich glaube, das war sogar Judas, der da bei Jesus war, und dann hat Jesus Judas weggeschickt, weil Maria Magdalena kam, wo die Stelle eigentlich war mit, sie wusch seine Füße mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihren Haaren, und da hat sie seine Füße mit einem Lappen gewaschen irgendwie, und Jesus hat sie so gesalbt, wie Johannes ihn gesalbt hat, mit dem Wasser. Ja. Wo er die versteht sie auch auf dem Zettel? Kriegt's genau, nicht hin. Ist einer von den Buchstaben, von den. Ja. Weil dazu habe ich mir was aufgeschrieben.
Und zwar sagt der Jesus zu Maria, Moment, wo habe ich es stehen? Hier. Genau, Maria, lass dich nicht, oder sie soll die Jünger aufhalten. Hindere sie dran, mich aufzuhalten. Oder lass sie mich nicht aufhalten. Du bist meine Zeugin, sagt Jesus zu ihr, und Maria antwortet darauf, ich bin bei dir bis zum Ende. Also es war so eine Zweisamkeit, nur die zwei, sie hat es verstanden. Sie ist die einzige Zeugin für Jesus. Sie verspricht ihm, immer bei ihm zu sein bis zum Ende. Und sie ist auch die einzige, die die Jünger aufhalten kann, ihn daran zu hindern, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Das okay, war, ja, da war auch nur so, ja, ja, so eine Art, du bist jetzt hier sozusagen der neue Apostel, der ihn auf deinen Grund will ich den Felsen errichten, ne, so ungefähr, ne, so, ja. Du kamst rüber, ja. Das Gespräch war ziemlich krass. Ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, erst nach dem zweiten, dritten Mal schauen, weil es ja auch in der Vorschau, was ich heute drin hatte, da war es drin. Mhm. Ich kann's, warte mal, ich nur mal kurz. Das ist die Stelle, die kommt ganz am Anfang. Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Falsche. Das war es nicht. Das ist die Internetseite, was ich offen hatte. Und das ist. Hier haben wir sie. Gott schuf dich als Mutter. Ich bin für dieses Leben nicht gemacht. Wofür bist du? Falsche. Eins zurück. Das sind, hier haben wir es jetzt. Diese Stelle hier. Oh, Moment. Ich muss wegen der Qualität schnell umstellen. Das heißt, ich mute mich mal. Bitte auch mal muten, Major. Als der Täufer mich damals gesalbt hat, tat er es ohne Öl, ohne Zeremonie. Er tat es so, so, wieder alles umgestellt, wir können wieder reden. Ja. Ich muss mal kurz was sagen. Vielleicht solltest du es auch mal dir in einer Aufnahme vielleicht später anhören. Du hattest gerade gesagt, du musst dich muten. Und immer wenn du das machst, dich muten, fängt ein Rauschen im Hintergrund in meinem Kopfhörer an, wenn der Film läuft. Davor, als du dich noch nicht gemutet hattest, war die Qualität viel besser, als wenn du alles ausmachst. Das kann ich dir mal nur sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Qualität war auf jeden Fall besser, wo du noch nicht umgestellt hast, von dem Film, was ich jetzt hier vom Ton hörte auf dem Kopfhörer. Okay, gut, muss ich gucken. Es kann auch sein, dass nur du dich muten musst, weil über meinen Sender ja das Video läuft. Das kann sein, das probiere ich mal aus. Wenn nur zwei im Hangout sind und es wird was abgespielt, dann gibt es so ein Echo. Okay, alles klar, ich werde es mal im Auge behalten. Danke. Mhm.
Also ich habe jetzt einen dieser Wörter identifizieren können. Das heißt Heilung, sehr wahrscheinlich. Und da ging es wahrscheinlich um das Thema, werden keine Tote aufgeweckt, geheilt wird auch keiner. Wahrscheinlich habe ich deswegen Heilung danach geschrieben. Jetzt wundert mich, wo du die Szene auch einblendest, dass zwischen diesem Weg, dass jetzt Maria und Petrus diese Ortschaft da verlassen und ich als nächstes nur noch Judas aufgeschrieben habe, als letztes Wort in Bezug seines Handelns, dass das eine Wort, was jetzt noch dazwischen steht, was sehr lang ist, was irgendwie mit O anfängt, das ist eins, was ich überhaupt noch hier lesen kann, ein O. Nein, der Rest ist, ja, schwer zu sagen, wie so ein S dabei oder ein E am Ende. Ja, aber was fängt schon mit O an? Können auch zwei Worte sein, ich weiß es nicht. Ich dachte immer an Opferdienst oder so, aber O, P ist kein P. Ja, weiß ich nicht, passt irgendwie nicht. Aber klar, auch so eine Szene, ne, dieses, auch wieder dieses, Berühren zueinander und so, ne, das ist, wie versucht der Film so eine Art, wie so eine Liebesstory daraus zu machen, ja, so eine, was im Hintergrund noch so läuft, was aber irgendwie nicht geht, ja, naja, wahrscheinlich, wie gesagt, man muss die Leute auch irgendwie ins Kino locken, ne, mit, genau mit solchen Szenen, die man vorher in den Trailer hineinpackt, was die Leute sich da angucken können, ne. Ja. Ich würde kurz, ich habe gerade im Chat was aufgefangen, dass Leute fragen, wo steht das, was Forrest gerade sagt und was hier gerade gezeigt wird. Eben genau darum geht's. Deswegen machen wir ja diesen biblischen Überprüfungsdienst. Wie bibelgetreu ist dieser Film? Und das, was ihr hier seht, ist eben nicht zwangsläufig in der Bibel. Im Gegenteil, wir merken eben sehr viele Stellen, die mit der Bibel eben nicht übereinstimmen. Einfach eigene Interpretation oder Thesen, die man vielleicht mit reininterpretiert oder wie auch immer. Das, aber also erstmal generell, das ist ja auch normal, weil eine Maria Magdalena-Verfilmung zu machen, allein an den Bibelversen, dann geht der Film 15 Minuten. Oder die Jesus-Verfilmung als kleines Kind abzubilden, dafür brauchst du auch nur 15 Minuten. Wenn man daraus einen Spielfilm machen will, muss man entweder auf Überlieferungen zurückgreifen, ja, die mit einarbeiten durch Kirchengeschichte oder jüdische Mythologie oder was auch immer, irgendwas da, deuterkanonische Schriften, die hernehmen. Oder man überlegt sich, was könnte passiert sein, was ist noch realistisch, und ich mache es einfach so als Nebenstory mit rein, damit wir auch einen Handlungsstrang haben über vorne bis hinten. Also keiner darf doch bitteschön erwarten, dass jetzt, oh, Maria Magdalena-Verfilmung, da wird bestimmt alles passen. Das ist unrealistisch, dass man so einen Film machen kann, über so einen kurzen Abschnitt in der Bibel, worüber berichtet wird. Es gibt wirklich, auf der Suche, Recherche nach dem Film, Vorbereitung auf heute, habe ich einen Film gefunden, der im Internet kursiert. Und vielleicht, wenn ich darf, werde ich ihn auch verlinken. Verlinken darf man, glaube ich, immer. Das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, war die Taufe, weil das eine Selbsttaufe ist, also ohne Untertauchen. Gibt es aber auch, ja, als Lehre da draußen, ja. Ist es kein Punkt, wo ich sage, ein K.O.-Kriterium, aber das auch, der heißt auch Maria Magdalena. Und da wird von Maria Magdalena erzählt, aber als Beobachterin. Und da gibt's, da werden auch die Dämonen ausgetrieben und so weiter und so weiter. Der ist sehr bibelnah, muss ich sagen. Aber eben nicht ganz so, man kann sich nicht ganz so reinversetzen, so realistisch wie jetzt dieser neue Film, der Kinofilm. Aber von der biblischen Geschichte her sehr interessant, aus der Sicht von Maria Magdalena. Aber trotzdem die ganze Geschichte von Jesus, wo die Schwestern einfach immer dabei waren, um die Brüder zu unterstützen, die Jünger zu unterstützen, durch Nahrung besorgen und so weiter und so weiter. Der Film ist sehr interessant, den werde ich auch mal verlinken. Weil der ist, also ich habe den Film sogar schon länger, aber ich habe noch nie gesehen. Weil erstmal generell so, naja, was soll da gezeigt werden, ne? Weil er auch schon ein bisschen älter ist. Na, mal gucken, vielleicht werde ich mir den auch nochmal die nächsten Tage, Wochen anschauen. Weil ich habe den auch hier, aber wie gesagt, noch nicht angeguckt, weil mich das nicht so wirklich interessiert hat in Bezug auf, was wird denn da schon Wort für Wort verfilmt sein. Mhm. Aber wenn du sagst, der ist im Verhältnis zu dem Film biblisch näher, ja, dann, naja, dann vielleicht motiviert mich das ein wenig. Schauen also, wir mal. Ich spoilere jetzt so weit, das wäre so mein Schlusswort wahrscheinlich gewesen, so in die Richtung, bevor man in den Maria Magdalena Kinofilm geht und 5, 6, 7, 8 Euro zahlt, dann lieber den Film im Internet anschauen, der ist kostenlos und viel bibelnäher und man kann noch was lernen. Also kann man im Internet kosten? Also, okay. Ja, der ist ein YouTube. Der ist ein YouTube frei verfügbar. Also, okay. Ja, okay. Kann ja sein. Ja, ist ja auch so. Ja, wenn da Werbung eingeblendet wird, dann ist er frei verfügbar, weil dann hat der Autor ja erlaubt, der Film darf gezeigt werden und die leben dann von den Einnahmen, die man ja einnimmt durch die Werbung, die da geschalten wird. Ja, gut. Dann kann man sich natürlich den auch da angucken. Ja, okay, ja, also jetzt war jetzt so ein Gürtel mit Judas halt noch, ne? Der hat sich dann auch erhangen am Ende. Ich so, okay, am Fenster, wenn er jetzt da runterfällt, auf dem Acker würde er wahrscheinlich nicht fallen, wie in der Bibel steht, aber
sei es mal drum, soweit ins Detail. Okay, aber zumindest, dass es noch eingeblendet wurde, dass er dann wirklich gesagt hat, so, ich gehe jetzt zu meiner, genau, wo gehst du jetzt hin? Ich gehe zu meiner Frau, hat er ja gesagt, ne? Also er hängt sich nicht wegen der Tat an Jesus, sondern er hängt sich, ne, wegen, ja, hat ja keinen Sinn mehr zu leben, Jesus hat das Königreich nicht aufgebaut, kein Bock mehr, dann gehe ich lieber zu meiner Familie, also ungefähr, ne? Also als Rechtfertigung. Das war der Grund, warum er sich umgebracht hat. Und ich war ja, Jesus verraten hat und es ihn noch gereut hat. Diese Reue wird ja auch gar nicht gezeigt. Ne? Oh, bitte hier und dann gibt das Geld zurück und so. Das hätte man schwer verfilmen können, ne? Mit dem Ablauf, den er da genommen hat. Das ist genau das, was mich meistens so stört. Du kriegst erst mit, dass Judas eigentlich so als Märtyrer sagt, jetzt muss Jesus reagieren. Wenn er es selber nicht drauf schnallt, jetzt muss er es machen. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich was Gutes wollte. Und dann sagt er, okay, der Plan ging nicht auf. Naja, wie du sagst, der Satz kann Sinn mehr, jetzt gehe ich eben so zu meiner Frau und er hängt sich. Ich darf mich erhängen oder es ist nicht schlimm. Ich mag es ja gut, weil ich möchte bei meiner Familie sein. Es wird alles so relativiert, irgendwie so runter reduziert. Ja, ja, es sind halt genau andere Gründe, andere Beweggründe, Motive, die der Film da halt hin und wieder auch mit einbaut. Wo man sagt, an einem Schenk kann man sagen, okay, wer weiß, aber wo man sagt, Moment mal, in der Bibel steht was anderes, ja, dann wird es natürlich kritisch, vor allen Dingen, denn wenn man so vorgeht in dem Film. Ja, das war schon, dann ist Jesus am Kreuz, wie will ich gerade, hat man da, sagt man nicht gar nichts mit, ne? Die Jünger haben Angst, dann haben sie zurückgezogen. Sieht man da nicht kurz ihn da, oder dann wird er abgenommen, ne? Oder sieht man nur, wie abgenommen wird? Ist Maria am, normal ist ja Maria am Kreuz, also müssten sie das, das ist eine Szene, die können sie ja verfilmen, war die damit? Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob der Film das jetzt verfilmt hat, sie war da auf dem Boden und wusste Jesus ist jetzt, aber sie ist glaube ich da noch hingegangen, oder? Auf das, ich glaube, da war noch was, dass sie da dahin ist, wurde nichts mehr gezeigt, glaube ich, oder? Die Stelle war, wo Jesus durch die Stadt gejagt worden ist, sage ich mal, und dann hat sie sich an dem Straßenrand dann zusammengekaut, hat geweint. Ja. Hat auch zum Himmel geguckt irgendwie und war dann noch die Kreuz. Ich glaube, von der Kreuzigung kriegst du gar nichts mit. Also es könnte sein, dass vom Weg des Kreuzes er geht, dann zeigt man Maria, also so eine Art, was geschieht jetzt nebenbei? Die Atmosphäre drum war ja super dargestellt. Und es könnte sein, dass dann die nächsten Szenen sind, wie Jesus vom Kreuz abgenommen wird. Also so abgebracht wird, so, ne? Das hatte man ja da. Mit Johannes und Maria spricht, wo ja Maria Magdalena auch dabei war, die Stelle gibt es nicht. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ob es irgendwie am Kreuz noch ein Gespräch gab. Aber eigentlich, also entweder hat man so einen Trailer gesehen oder auf irgendwelchen Fotos, aber ich meine, hat er nicht noch am Kreuz auch nochmal gesprochen? Zu irgendwen? Die Stelle ist, wo sie benannt worden. Das wäre dumm, wenn man alles Mögliche dazu dichtet und die Stellen nimmt man nicht rein. Also, ich kann es aber nicht genau sagen. Ja, ich auch nicht mehr. Also ob da jetzt Maria mit Jesus am Kreuz noch irgendwie da zusammen war, nicht. Grabniederlegung wird dann gezeigt, glaube ich, dass er da reingelegt wird. Und dann die nächste Szene ist, Jesus sitzt draußen im Freien und wartet und Maria kommt und sie setzt sich daneben. Ne? Die Stellen, wo Maria mit kleinen Steinen das Grab noch komplett... Ach so, ja, okay, ja, genau. Also das Grabschließung dann perfektioniert oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, merkwürdig, aber. Na gut, keine Ahnung. Gut, da könnte man interpretieren und sagen, möglich, ist nicht unbedingt gegen die Schrift, ja, aber ja. Eine Ausschmückung. Ja, genau, nur eine Ausschmückung. So, bist du fertig, Maria? Gut, dann können wir jetzt den Stein vorrollen. Das hat man ja nicht gesehen. Ja, und dann hat man schnell rübergeschwenkt. Ne? Oder nee, dann haben sie sich ja unterhalten nochmal, ne? Oder? Alle nochmal zusammen da, Petrus zumindest und Maria? Nee, das war dann später. Ach nee, das war danach. Ne? Sie hat ihn gesehen und ist dann zurück zu den Jüngern und hat es erzählt, aber sie haben es nicht geglaubt. Ne? Das muss ich auch nachlesen, weil ich mir nicht sicher war. Ich war mir wirklich nicht sicher. Und ich habe nachgelesen, in der Bibel steht drin, dass Maria, also es waren drei Frauen. Ich kann jetzt die Namen, habe ich mir nicht aufgenommen. Ja, sind mehrere. Drei Frauen sind gemeinsam zum Grab gegangen und sind dann später wieder zu den Jüngern. Das heißt, es gab immer mehrere Frauen, die ihr Zeugnis hatten. Ja, klar. Und in dem Film hat alles Maria gestemmt alleine. Maria Magdalena war allein am Grab. Das hat sich Maria Magdalena alleine gezeigt, hat Maria Magdalena die Botschaft übergeben an die Jünger und die Maria Magdalena hat dann vor den Jüngern eben dann gesagt, ja, da kommen wir gleich drauf mit dem, was ja im Trailer drin war, aber im Film nicht. Und Petrus sagt, es ist nicht recht, dass du dich über uns dich erhebst, dass er dich erhebt, uns zu führen.
Das gab es eine Aussage. Genau, ja, das war dann so eine Aussage, die man im Film nicht mitbekommen hat. Natürlich passt der Handlungsstrang ja auch jetzt gar nicht, weil sie sagt ja, ich habe Jesus gesehen und auf dann ging Petrus und Johannes los, ne? Das war gar nicht dabei, ne? Alle haben es nicht geglaubt, nicht mal Johannes und Petrus. Ne? Ja. Haben eher einen Streit geführt, ein Gespräch, ne? Ich meine, gut, es ist ein Film über Maria Magdalena. Hm. Aber Maria Magdalena als alleinige Trägerin der ganzen Botschaft hinzustellen, ist für mich einfach, ja, das. Ja, kennst du mich schon fast an wie nennt man das? Menschenerhöhung? Keine Ahnung. Wenn die sie ist der Held unter allen dort irgendwie. Das ist das, was eigentlich fehlerhaft vermittelt wird. Dass man denkt, genau, nur die Frau hat wirklich drauf gehabt und der Rest hat versagt. Ja, ja. Ohne die Frauen wären alle aufgeschmissen gewesen. Ja, also die Frau, nicht die Frauen. Die Frau, weil das Bild wurde ja nicht vermittelt, dass Frauen mitgedient haben und noch andere Jünger mitgelaufen sind hin und wieder mal. Das hat man halt ausgeklammert. Man hat sich halt entschieden, keine Frau oder alle Frauen oder eine Frau. Man hat sich für eine Frau entschieden und so hat man an einer Frau dann alles festgemacht in Bezug des, was sie wohl angeblich alles denn so gemacht hat, wo das einfach zu weit geht, weil es dann den Dienst der Jünger schlecht darstellt. Und das gibt es überhaupt gar nicht. Niemals hat Jesus sich aufgeregt über, das Einzige, was sich auch vielleicht aufgeregt hat, war vielleicht der Unglaube, dass meine Dämonenaustreibung vielleicht nicht funktioniert hat, wobei das auch nur eine Auslegung ist. Sonst war eigentlich alles super. Also dementsprechend dieses angebliche, die Laster und die Fehler der Jünger und gut, dass Maria die ausgebügelt hat, ist total fehl und stellt ein ganz anderes Bild dar, als wie die Bibel es vermittelt. Also ja. Es gab Zurechtweisungen, wenn ich daran denke, wie Jesus zu Petrus sagt und Petrus dann meint, ja, was ist da mit Johannes? Und Petrus und Jesus sagt, und wenn Johannes so lange lebt, bitte diese Aussage, was kümmert es dich? Wo die Aussage dann von Jesus war zu Petrus, was kümmert es dich? Kümmere dich um das, was ich dir gesagt habe, was dein Auftrag ist. Jesus hat, wenn dann die Leute direkt angesprochen und zurechtgewiesen und nicht über die Botschaft von Maria Magdalena. Ja, ja, ja. Alles über Maria Magdalena läuft, weil sie die Einzige ist, die es auch wirklich geschnallt hat, um was es geht. Man hat auf jeden Fall mindestens auch versucht, den Film so aufzubauen, dass es auch kinofähig ist. Und da muss man halt eine Frauenpower und Feminismus da irgendwie mit einbauen, weil sonst wäre es wahrscheinlich langweilig geworden, ne, für den Zuhörer vermutlich, wenn man wieder nur einen Jesus-Film gemacht hätte. Man wollte ja aber einen Maria-Magdalena-Film machen und keinen Jesus-Film. Ja, und da hatte man dann ja alles genutzt, wo man glaubte, das lockt die Leute ins Kino. Also das ist was ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe. So der komplette Eindruck von Film. Wir sind jetzt eigentlich durch, ne? Ja, ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Gut, da war noch der Abspanntitel, ne? Genau, das du hast ja gesagt, ich soll im Kino warten noch, bis das auch eingeblendet wurde, ja. Genau. Okay. Die letzte Aussage von Maria, das ist das, was ich als positiv auch sehe, weil es gibt nicht nur Negatives an dem Film, wo sie sagt, nur wenn wir uns verändern, kann sich die Welt verändern. Mhm. Umgeschrieben mit, die Veränderung fängt bei uns an, das sagt sie ja zu Petrus. Mhm. Als Petrus ihr sagt, es rede nie wieder über seinen Namen und sie sagt, sie werden mich hören. Also Revolte, ich bin gegen euch Apostel, ihr könnt mir nichts erzählen. Ja, ja, ja. Und da sagt sie ja die Aussage, wir müssen erst uns verändern nach dem Motto, ihr müsst erst mal euer Ding ablegen, dass wir Frauen nichts sagen dürfen und dann wird sich die Welt verändern. Das ist, wie du sagst, der Feminismus oder das Gleichstellung von Mann und Frau, ja, aber eben über die Bibel hinweggesetzt. Und das ist eben, kommt ganz groß raus mit den letzten zwei Sätzen, was eben Maria da zu Petrus sagt. Also, wie gesagt, im Generellen, wo ich sage, es kann schon sein, der Film vermutete oder wollte darlegen, dass auch damals bestimmt Männer nicht rechtmäßig mit ihren Frauen umgegangen sind. Ja. Und das wollte man ausbügeln. Aber das an den Jüngern festzumachen, bitteschön. Ja, also wie gesagt, niemals hätte man im Film erkennen können, dass Petrus verheiratet war. Der wäre total der Frauenfeind, könnte man meinen. Mhm. Ja, und dafür ist es zu schade und schon geht zu weit. Ja, den Bußpeter da müssen halt die Jünger alle herhalten, wenn man halt keinen anderen
Man hätte noch Jesus nehmen können, so weit wollten sie nicht gehen, ne? Und müssen also Jünger herhalten, ne? Weil andere haben wir ja nicht im Film groß, den man jetzt da ranziehen hätte können, um dieses Thema auch irgendwie zu erwähnen. Nein, ja. Ich finde es gut, weil in der Bibel gibt es ja auch viele Stellen oder viele Situationen, wo Frauen ganze Völker gerettet haben und so weiter. Wenn ich jetzt an Saul denke oder an Ruth oder, ne, da gibt es ja viele Frauen, die aktiv waren, die positiv auf Männer eingewirkt haben oder ganze ja, Völker gerettet haben, sage ich mal, oder Sippen. Aber der Film, also Maria Magdalena, den Film so zu nennen, für mich ist es, weil es geht ja nur um das Ganze. Also das wird ja sogar so weit verfälscht, damit es reinpasst in die Rolle, die Frau, welche Rolle die Frau spielt, dass ich sage, okay, der Film soll nicht Maria Magdalena heißen, sondern vielleicht eher so die moderne Emanzipation in der Bibel oder wie auch immer. Also keine Ahnung, einen anderen Titel, weil es ist einfach zu viele Sachen, die nicht biblisch begründet sind oder die zu biblisch bringen. Fand ich war zu viel. Ja, ja, auf jeden Fall. Mir ist gerade eingefallen, vielleicht hatte man an der Bibelvers, wo Jesus die Jünger rügte, wieso habt ihr nicht geglaubt, ne, wo sie sagte, Jesus ist auferstanden und ihrem Herzen denn verstockt war. Nein, der ist nicht auferstanden. Dass man daraus ableitet, dass die Jünger Jesu und Maria Riesenprobleme miteinander hatten, ist absolut, ja, nicht denkbar, dass das so deswegen gewesen ist. Nur weil die, ich kann natürlich, warum sollten, das meines Erachtens lag sich unbedingt, hätte auch Judas vom Grab zurückkommen sagen können, der Herr lebt und die Jünger hätten es nicht geglaubt. Nur weil es jetzt eine Frau ist, ist das nicht unbedingt jetzt der Grund gewesen, ja, warum man jetzt darauf aufbaut zu sagen, ja, eine Frau hat nichts zu melden, ja, weil sonst hätten sie ihr geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, also wie es in der Bibel steht. Das ist einfach zu weit geht das, ne? Aber ich will nicht so, also so hart wirkte das auf mich jetzt nicht, also wie es hätte sein können, total feministisch, aber halt, was mich stört, ist dieses moderne Bild der Frau wird dort vermittelt. Und wie gut, dass ich ja als nächstes Projekt, ne, dann ja auch über die Frau der Bibel meinen Vortrag mache, vorzugsweise Neues Testament, weil genau dieses Bild total getrübt ist in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Und das unterstützt leider der Film auch. Nicht nur, er hat auch seine positiven Elemente, ja, wo man Dinge denn vermittelt, auch vielleicht an einer Frau, aber wie gesagt, was zu weit geht zu weit und total denn daneben ist und zu weltlich dargestellt wird, ja, das ist auf jeden Fall zu Recht kritisch zu betrachten. Okay, wunderbar. Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen, aber ich denke mir, wir haben, meine Sendungen gehen ja immer so 2 Stunden, das wären jetzt 7 Minuten. Wir sind auch ziemlich gut durchgekommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Fazit an, oder? Oder hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr. Nee. Sehr gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn du von 0 bis 10 Punkte geben solltest, anhand Bibeltreue, wie viele Punkte würdest du diesem Film geben? Ja, also jetzt nur in der Rubrik Bibeltreue. Ja, weil wir sind ja biblischer Prüfungsdienst. Deswegen. Ja, okay. Jetzt, okay, gut, das ist eine gute Frage, weil jetzt müsste die Frage, was wäre denn, 1 wäre schlecht, welcher Film ist denn mit 1 jemals bewertet worden, um im Vergleich zu haben? Das Leben des Brian oder was? Weiß ich nicht. Ja, also, ich würde den Film jetzt mal so pauschal, wir nehmen mal keine Kommastellen, dann kriegt der Film von mir eine 6, also 6 Punkte. Okay. Also ist noch eigentlich gut weggekommen. Ja. Ja, willst du was dazu sagen oder einfach so stehen lassen? Also Fazit für mich ist, der Film hat seine positiven Elemente, die er vermittelt. Ich vermute sogar, ich werde mir den auch nochmal angucken, wenn der halt als Film rauskommt. Jetzt nicht nochmal ins Kino gehen. Also das ist schon, wenn Nature sowas sagt, dass er sich einen Film nochmal anguckt, dann war er nicht so schlecht. Ja, aber wie gesagt, kann auf jeden Fall mit anderen Bibelfilmen nicht mithalten. Auf jeden Fall besser als Exodus, ja, auf jeden Fall besser als der Film mal und als Noah natürlich auch. Die würden noch schlechtere Noten von mir bekommen, ja. Aber natürlich wegen der, also ich würde mal, zum Beispiel jetzt das Leben von Jesus als Kleinkind. Das ist ja ähnlich von der Bewertung, würde ich sagen. Die nehmen sich beide nicht viel, die Filme. Ja, auch über den habe ich mich nicht super kritisch geäußert, weil es ja auch wirklich schwer ist, einen Film zu, also eine Geschichte aus der Bibel zu verfilmen, wo man wenig Stoff hat. Das muss man halt dann diesen Autoren mit anrechnen. Aber man hätte auch eine 10 schaffen können, indem man Dinge dazu nimmt, die halt, wo man sagt, okay, wer weiß, könnte sein, aber
gegen Bibelstellen zu reden, das verschlechtert dann halt schon die Note am Ende. Ne? Und deswegen, das ist das, was der Film nur 6 Punkte bekommt, weil würden Szenen nicht so gezeigt werden, die gegen die Bibel reden, da wäre das echt ein guter Film gewesen. Hätte vielleicht 8 Punkte bekommen von mir, ja. Also an sich würde ich immer noch sagen, das ist ein guter Film, hat aber wirklich seine Probleme, ne, mit Dingen, wo es gegen die Bibel spricht und einfach zu weit geht. Und die sind auch Elemente vorhanden und die sind sehr störend, ja, im Verhältnis zu denen, die gut sind, die Szenen, ja, fallen halt die auf. Deswegen kann man niemals sagen, ein guter Film. Aber gute Verfilmungen im Film, um die Realität aufzuzeigen, wie es damals war, wie es auch abgelaufen ist, für mich ist auch der Dienst von Maria, aber es hat halt auch seine starken Schwächen, die auch nicht gerade gering sind in bestimmten Passagen des Films. Ja. Okay, biblisch 6 Punkte. Wie würdest du die Unterhaltung dieses Films bewerten? Wie meinst du jetzt, ob man unterhalten wird oder die Unterhaltung in dem Film? Oder? Wie hast du dich unterhalten gefühlt? Also wieder nach Noten. Ja, 0 bis 1 bis 10. Das würde mich unterhalten, ja. Ich würde auch eine 6 Punkte geben wieder. Okay. Also es war weder super schlecht noch super gut. Ja, also es ist eher so Mittelfeld und ich bin gnädig. Und statt 5 gebe ich 6 Punkte. Wahrscheinlich ist es eine 5,6 oder so. Okay, du rundest auf 6. Deswegen, ja. Okay, und dein Gesamtfazit, gut, wenn du 2x6 gibst, dann ist das Gesamtfazit, das kann nur noch durch Kleinigkeiten verbessert oder verschlechtert werden. Und man sagt, okay, war knapp. Was würdest du gesamt dann für eine Note geben? Ich würde gesamtmäßig, würde ich durch die Elemente, die wir jetzt nicht hinzugenommen haben, Unterhaltung und die Bibeltreue, gebe ich den Film, hier von mir ist immer auch eine Kommawertung, da gebe ich eine 6,5. Ja, Gesamtnote. Jetzt ist die Frage, ob der Moderator einer Sendung auch seine Noten abgibt. Das ist doch deine Entscheidung. Du bist ja auch ein Christ, du kannst ja ruhig den Film auch bewerten. Wenn du jetzt kein Christ wärst, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel Sinn machen. Ja. Ja, aber so kannst du es eigentlich machen. Ich sag's mal aus dem Grund, weil es ein bisschen von dir fern abgeht. Also ich finde deine Bewertung wirklich sehr großzügig. Entweder hast du einen guten Tag oder du hast einfach eine andere bist einfach humaner mit dem Punkt. Ich würde den viel härter ins Gericht nehmen. Wie gesagt, es ging mir aber erst, nachdem ich den Film für mich nochmal durchgearbeitet habe. Weil am Anfang, wie ich aus dem Film raus bin, dachte ich mir, okay, war okay. Da hätte ich, glaube ich, auch so an 6 gedacht, Note 6. Jetzt mittlerweile ist es bei mir wirklich so, biblisch würde ich ihm eine 3 geben. Er spricht zwar nicht... Ja doch, es gibt Situationen, da spricht er gegen die Bibel, wie zum Beispiel mit den Dämonen. Er sagt, das sind keine Dämonen, es waren Dämonen da. Also es gibt bestimmte Stellen, wo er gegen die Bibel spricht. Andere Stellen sind aber wieder so, wo ich sage, es ist ein interessanter Gedanke dahinter. Zum Beispiel ist mit Judas einfach mal zu überlegen, für mich als Christ interessant, aber für Menschen, die den draußen sehen als Unterhaltungsfilm, eine Gefahr. Also ich würde den auch nicht empfehlen. Jetzt nicht mehr. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dir den empfohlen habe. Nature, ich tut mir leid. Ich würde den Christen nicht empfehlen, zumindest nicht Geld reinzustecken. Weil das Geld ist für andere Sachen sinnvoller, wertvoller. Unterhaltung. Da ist es wirklich bei mir das Ding, das liegt aber an meiner eigenen Einstellung. Ich würde ihm eine 3 geben. Max aber ein bisschen höher. Ich würde es auf 5 setzen, aus dem Grund, der Film ist ein sehr ruhiger Film. Er ist sehr langsam, also es zieht sich oft sehr lange. Dadurch werden aber bestimmte Filmelemente und durch die Musik werden die Elemente und die Blicke werden oft gut eingefangen. Das ist super. Wenn man aber nicht drauf steht, dann ist es nicht so das Ding. Es fehlt einfach, also man könnte sagen Action. Der zieht sich ein bisschen, der Film. Also ich fand ihn recht zäh teilweise und dann wieder sehr kurzweilig. Es gibt Menschen, die mögen das und manche brauchen mehr Action. Und ich bin so ein Mittelding, deswegen, was habe ich gesagt? 4 habe ich gesagt, ne? Eine 5, glaube ich, war es. Genau, ich schreibe das mal auf. 5. Gesamtnote ist allerdings so, dass ich den Film... Ja, da habe ich ein Riesenproblem mit der Gesamtnote, weil es kommen 2 Punkte ins Spiel, und zwar ist der Gesamteindruck. Das, was wir gesagt haben, dass der Film... Als einer der wenigen Filme wirklich vermittelt, wie es real hätte sein können.
wo man sich vorstellen kann, wie hätte zur Zeit Jesu das wirklich sein können, wie das da mit der Kreuzigung dann war, wie in den engen Gassen und oder wie sie, bevor sie da zum Tempel gegangen sind, wo es alles so. Ich fand es sehr authentisch und realistisch dargestellt. Das sind viele Pluspunkte. Da ich das der ganze Film aber für mich eher darstellt, nach der typischen Lehre, dass vielleicht Jesus sogar Kinder hatte und Maria und Jesus vielleicht in Bar waren und der ganze Film eigentlich mit den Blicken, mit dem Abendmahl, mit der letzten Aussage, die wir ganz vergessen haben, dass seit 2016 die römisch-katholische Kirche, die Maria Magdalena als 11. Apostel anerkannt hat, das müssen wir ganz deutlich sagen, das haben wir ganz vergessen, wichtige Aussage. Ja, die Aussage am Ende, ja. Seit 2016 bei der römisch-katholischen Kirche gilt Maria Magdalena als 11. Apostel, offiziell. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, ich muss dem Film mindestens eine Null schlechter geben, als ich ihm geben würde, weil die ganze Botschaft dieses Films für mich ja schon fast Richtung Blasphemie geht. Aber da bin ich recht hart, das kann sein. Deswegen würde ich dem Film im Gesamten, obwohl die Unterhaltung 5 Punkte hat, im Gesamten nur eine 3 geben und würde ihn nicht weiterempfehlen. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht, weil du es auch gesagt hast, also empfehlen fürs Kino würde ich ihn nicht. Dafür ist das Geld zu schade. Dafür ist halt, wird zu wenig geboten. Ja, angucken kann man sich den mal, keine Ahnung, auf DVD oder so, Videothek ausleihen oder was auch immer. Ja, da kann man schon, um sich selber ein Bild darüber zu machen, selbst fürs Bibelstudio mal zu vergleichen, was steht in der Bibel, was wird im Film gezeigt. Und meine positive Bewertung beruht einerseits auf dem Vergleich zu Bibelfilmen, die es gibt. Ich kenne ja fast alle Bibelfilme, uralte Schinken bis neue, einfach im Vergleich zu denen gemessen. An denen, jetzt nicht auf generell schöne Filme, tolle Filme. Du hast auch recht, das ist natürlich mal eine Geschmackssache. Es war jetzt kein Actionfilm, so wie bei Passion Christi. Da sieht man ein bisschen mehr Action, ne? Und ein bisschen spritzt mehr Blut oder keine Ahnung. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache, wie ist man solchen Film eingestellt. Ich muss sagen, früher habe ich so eine Filme gar nicht gemocht. Ja, ich sage auch nicht, dass ich heute sowas mag, aber in den letzten 5 Jahren ungefähr habe ich auch jetzt nicht christliche Filme, die so aufgebaut sind, eher öfters gesehen. Ja, also man ist nicht mehr so abgeneigt dagegen, wie es noch, was ich mal als Jugendlicher noch war, ganz früher, ja, dann hat man überhaupt gar keine Affinität zu solchen Inhalten gehabt. Und das, wie du sagst, sehr zäh, langatmig waren gewissermaßen die Szenen auch hin und wieder, aber wie du selbst schon sagtest, diese Atmosphäre, die man eingefangen hat, also dieser Film hat auf jeden Fall, ja, wenn es darum geht, hat der Film mich überrascht, im positiven Sinne, da würde ich sagen, da gab es sehr viele Elemente, also was heißt sehr viele, es gab Elemente, wo ich sage, wow, das hat man in noch keinen anderen Bibelfilm so gesehen, ja, vom Neuen Testament, das sind wirklich die Dinge, wo ich sage, das hebt die Note so stark an, weil sonst, wenn sowas nicht mehr dabei wäre, dann wäre der auch sehr, sehr schlecht gewesen. Was ich jetzt natürlich nicht verstehe, ist Forrest, ja, also du sagtest gerade Note 3 und Gesamtnote 3, da will ich ja nicht wissen, wie so Filme bei dir abschneiden, das Leben des Brian, also es geht, also wenn du schon am untersten Limit da fast bist, dann frage ich mich, Mann, da muss ja Noah und Exodus, das müssen ja richtig gute Filme sein, wenn die denn eine Note 2 bekommen, oder vielleicht noch besser, weiß ich nicht, ja. Weil ich musste ja auch aufpassen, weil so niedrig ansetzen die Noten kann ich gar nicht, weil es weitaus schlechtere Filme gibt, Bibelfilme, als der Film. Ja, also für mich ist, warum es wirklich so krass ausfällt, ist, ich meine, wenn man Noah hernimmt, Noah hätte bibeltechnisch, also biblisch wahrscheinlich eine 2 oder ist vielleicht sogar eine 1, also bis auf das Schiff und diese Flut, das mit den Bäumen da, die Abwehr der Angreifer für die Noah, ich fand es schon sehr, aber Unterhaltung, er war halt unterhaltsam. Ja, okay, das war ja nämlich vorhin so meine Frage in Bezug, was du möchtest du so unterhalten werden und eine schöne Story und so. Ja, okay. Ich hatte eher, ob der Film mich und also was ich da gehört und gesehen habe, dass es in mir nicht langweilig wurde, ne, so, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt die ganzen Action-Szenen, ah, guck mal da, Bäume, Steinmenschen, die mit Bäumen Menschen zerschlagen, ja, ist ja ganz lustig, gut, klar, das kann man auch als Unterhaltung werten, aber so hatte ich es jetzt vorhin nicht betrachtet. Also, so eine Fachfilme, Sachfilme, da brauche ich persönlich keine Unterhaltung. Ist eher für mich wie eine Doku, würde ich auch nicht unterhalten werden. Auf diese Art zumindest. Wenn wir uns überlegen, dass es hier ein biblischer Überprüfungsdienst ist, da gebe ich dir recht, was hat da Unterhaltung zu suchen? Es kann passieren, dass in der Gesamtnote eine 8 rauskommt und ich würde ihn aber nicht empfehlen, weil er biblisch eben nicht haltbar ist und sehr schlecht ist.
Eine 8 ist natürlich auch okay. Ja, gut, ja. Also eine 8 wäre ungewöhnlich. Da fragt man sich wieder, gibt es echt nichts Besseres? Also es gibt viele, die besser sind, die vielleicht auch nicht so unterhaltsam sind, wie jetzt zum Beispiel Matthäus-Evangelium, Verfilmung Wort für Wort, ist von Unterhaltungslevel, kann, glaube ich, auch nicht gerade groß mithalten mit Maria Magdalena. Ne? Aber ist natürlich viel bibeltreuer, ja, im Verhältnis, ja. Und hat jetzt aber auch nicht so diese Wow-Momente. Ja, deswegen, also ich mache das ja durch beruflich auch schon. Ich musste wirklich den Maßstab setzen. Deswegen sagt ihr, was ist eine 1, was ist eine 10? Ja, und wenn man mich fragen würde, Nature, was ist der beste Bibelfilm, den du je gesehen hast, in Bezug auf Höchstnote, dann würde mir pauschal einfallen wahrscheinlich das Johannesevangelium. Ja, das ist so dies, wo ich sage, das, weil wahrscheinlich war es auch eher moderner Film ist und nicht in den 90er Jahren entstanden ist, wo ich sage, der würde wahrscheinlich die Höchstnote bekommen. Und darunter wäre wahrscheinlich auch unter heutigem Maßstab vielleicht schon die Passion Christi, wäre möglich. Ja, und da gibt es noch viele, viele andere Filme, die jetzt so eine 9 und eine 8 von mir bekommen würden, von denen, was auf dem Markt ist, ja, in gleicher Weise. Aber es gibt auch viel, wo ich sage, nee, geht ja mal gar nicht. Und da sind auf jeden Fall eine ganze Menge dabei, die ich auf jeden Fall noch unter Maria Magdalena stellen würde. Und da muss ich ja auch ein bisschen differenzieren. Das kann ich bei Note 3 nicht mehr machen. Da bleibt mir noch 2 und 1. So, der kriegt eine 2, der eine 1, der eine 2, der eine 1. Und deswegen kommt leider ist schwierig zu sagen, aber deswegen kommt dieser Film ins Mittelfeld und sogar noch eine Stufe drüber mit 5,5, ne, oder denn auf, das ist zumindest jetzt Bibeltreue und 6,5 als Gesamtnote, weil die Konkurrenz an Bibelfilmen genauso schlecht abschneidet in der Masse. Und jetzt kann man natürlich radikal rangehen und sagen, ja, fast alle Bibelfilme kriegen nur eine 3 oder eine 4 und es gibt vielleicht nur eine 5, als, aber eine 6 vielleicht ist der höchste, aber eine 7, 8, 9, 10 habe ich noch nie gesehen. Wenn man natürlich so rangeht, kann man auch dem Film eine 3 geben, ja. Nee, bei mir ist es wirklich so, ich habe vielleicht nicht so viele gesehen wie du oder nicht so viele negative. Das heißt, das Raster zwischen 1 und 10 ist noch nicht so geprägt wie bei dir. Das mag sein. Bei mir ist es so, dass eine 3 und eine 7 im gleichen Fenster liegt, nämlich im Mittelfeld. Und im Mittelfeld, wie bei Noten, im Mittelfeld landest du sehr schnell. Also von einer 3 auf eine 2, da ist schon ein Riesensprung. Also wenn ich im Film eine Note 2 gebe, dann ist er wirklich schon schlecht. Und 1 ist eigentlich ein Film, den ich nicht Film nennen würde. Keine Ahnung, eine Doku von 10 Sekunden. Also ist mal übertrieben. Ne? Also die Spanne zwischen 3 bis 7 ist Mittelfeld und da kommt schnell sehr viel rein. Und alles, was unter 3 kommt und über 7, hat eine spezielle Wertung. Okay, also so ist bei mir eher. Und der Film ist einfach durch das... Ja, vielleicht um den Zuschauer besser zu vermitteln in Bezug auf okay, wo ist er eher hinzuordnen? Ist er zu schlecht Mittelfeld oder gut Mittelfeld? Ja, in der Gesamtnote. Und die Frage ist immer, was ist mit den anderen Mittelfeldfilmen? landet vieles im Mittelfeld, klar, weil kein Film ist grottenschlecht und kein Film ist super, super gut, also zumindest nicht viele Filme. Also landen immer alle irgendwie zwischen 3 und 7 in der Masse. Nun musst du unter denen auch noch unterscheiden. Und da würde ich sagen, eine 3 ist dann schon gut, für jemand, der sagt, er hat nicht viele Bibelfilme geguckt, okay, dann, wenn du aber wahrscheinlich die Masse an Filmen gesehen hättest wie ich, dann würde vielleicht da auch noch mal ein bisschen was ändern an der Note im Vergleich. Aber so kann ich es dann auf jeden Fall verstehen, dass man dann den Film so ansetzt. So Gott will, wird das nicht die letzte Folge sein von Bütt, dem biblischen Überprüfungsdienst. Es kommen immer wieder neue Sachen auf. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Durch den Austausch mit dir habe ich den Film nochmal für mich durchgekaut und auch von dir einige Sachen mitnehmen dürfen, um den Film nochmal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Zum Beispiel die Einstellung von Judas zum Beispiel hätte ich total in die negative Lage gefasst, aber durch deine Aussagen doch nochmal, ja, interessant eigentlich mal diesen Gedanken aufzunehmen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Nature, hast du noch Schlussworte für unsere Zuhörer? Schlussworte. Ja, ich habe jetzt gerade noch nebenbei noch mal geguckt, wie denn der Film allgemein international abgeschlossen hat in der Bewertung. Die kennen sich da aus. Ich habe da selber drin gearbeitet. Und da wird auch eine 1 bis 10 Punkte werden da vergeben. Und der Film hat hier eine 6,0 bekommen. Also ähnlich wie meine Bewertung auch war zum Film.
kein Kracher. Klar, na gut, die gehen natürlich auch nach Hollywood und jetzt nicht nach Bibelmaßstäben, ne? Natürlich, wenn ich auf alle Filme in der Welt gucken würde und müsste den Film da einpacken, dann würde es natürlich ganz anders abschneiden und ich jetzt auch kein Christ wäre. Aber wenn man jetzt nur Thema war jetzt Bibelfilme, da landet der trotzdem auch so in meinem Bereich dort hinein. Ja, abschließend kann man vielleicht sagen, wie gesagt, meine Empfehlung, Kino lohnt sich nicht. Ja, diesen Film anzugucken. Neulinge sollten auch lieber die Finger davon weglassen, weil er beeinflussend ist, dass man vielleicht meinen würde, ja, das steht wirklich so in der Bibel alles so drin. Also entweder sagen, ich lasse mich mal unterhalten und weiß ganz genau, das passt eh nicht hier, was ich hier sehen werde für Neuling, dass man jetzt nicht um Verbot ausspricht, aber jemand, der sagt, oh, haben die das gut hinbekommen, will ich mal gucken und wird bestimmt alles passen, den kann man gleich sagen, das kann man vergessen. Ja, es gibt Elemente, die sind sicherlich auch vielleicht gut dargestellt, aber die problematischen Stellen sind halt auch da und die sind halt beeinflussend auf den Christen selbst und zwar ins Negative. Dementsprechend ist das dann auf jeden Fall nicht zu empfehlen, so an den Film heranzugehen, zu meinen, man wird da etwas sehr Schönes dann über die Bibel erfahren. Ja, sonst ja, wird sich zeigen. Die nächsten Filme stehen in den Startlöchern. Ne? Simson oder Paulus oder die Passion Christi 2. Wann auch immer sowas auf Deutsch rauskommt, keine Ahnung. Gut, die Passion Christi 2 wird bestimmt auf Deutsch im Kino kommen. Die anderen Filme, naja, auf Englisch, ja, okay. Ist ja schon draußen jetzt, ne? War doch vor 5 Tagen war die Premiere von Apostel Paulus. Aber naja, Kinostart für Deutschen habe ich nirgendwo gefunden. Sonst nichts. Dementsprechend im besten Fall gibt es wieder über einen christlichen Verlag, denn sehr wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr dann den Film dann auch wahrscheinlich zugänglich. Dann mal sehen, wie ihn abschneiden. Aber ist mir auch noch eingefallen, wollte ich am Anfang eigentlich schon sagen, ich habe bis heute nicht den Bibelfilm, angeguckt mit Jesus in der Wüste, 40 Tage. Ich habe es auch jetzt immer noch nicht vor. Und ich muss davon ausgehen, dass der Film auf jeden Fall sehr weitaus schlechter ist als Maria Magdalena. Ja, wobei ich mir noch kein Urteil darüber bilden so wirklich kann, aber deswegen, es gibt wirklich schlechte Bibelfilme, ja, oder Versuche, die Bibelszenen, altes Neues Testament darzustellen. Es gibt auch gute, ja, und die gut sind oder die noch anschaubar sind, jetzt dieser Film jetzt zum Beispiel, würde ich auf gar keinen Fall, selbst wenn es mir möglich wäre, online stellen. Als guckt mal, ihr habt einen Bibelfilm, wenn ihr euch angucken wollt, guckt euch den an. Ne? Würde ich auf gar keinen Fall machen. Dafür ist es zu schlecht. Ja, also auch eine 6,5 Gesamtnote kommt nicht auf meinen YouTube-Kanal, wenn es selbst gehen würde, durch die Fehler, die da drin sind und die Beeinflussung für den Zuschauer. Ja, und jeder, der meine Bibelfilme kennt auf meinem Kanal, in der Playlist Altes oder Neues Testament, für all diese Filme, die da gezeigt werden, die kriegen eine bessere Note als wie dieser Film. Ja, und das ist auch eine ganze Menge. Ja, also da muss schon viel, viel her. Man kann ja nicht einen Mittelfeldfilm, es sei denn, man sagt, der ist 100% bibeltreu, aber total langweilig. Dann könnte auch eine 5 bekommen, aber Leute können sich den trotzdem angucken. Ne? Dann würde ich ihn auch hochladen. Aber gut, so einen Film mag es auch geben. Ja, Forrest hat mich gefreut, über den Film mal sich so auszutauschen und für die Zuhörer, die es interessiert hat, um da sich jetzt auch mal eine Meinung zu bilden. Ja, man merkt, Hollywood hat noch nie wirklich 100% gearbeitet, außer Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel die Passion Christi ging jetzt über Mel Gibson und eine Spezialfirma, da hängt jetzt nicht wirklich Hollywood dahinter und er ist ja auch selber Christ, da gibt es vielleicht noch ein paar Ausreißer unter Hollywood, die es relativ gut gemacht haben, aber im Allgemeinen fast alle Filme, die Hollywood zumindest produziert, da muss man sich nicht wundern, vor allem jetzt heutzutage, früher war das vielleicht anders in den 60er Jahren, wobei jetzt da auch nicht alles makellos ist, dass man sich nicht verwundern muss, dass man nichts geboten bekommt, was der Bibel total entspricht, sondern dass man Bilder oft hineinpackt in Filme, um den Zeitgeist anzupassen, die Leute ins Kino zu bringen, Geld zu verdienen. Und da hat man nicht das Interesse, einen bibelnahen Film unbedingt zu zeigen. Könnten die auch machen, aber würde wahrscheinlich weniger Einnahmen bringen. So muss man halt die ganzen Zusätze einbauen, Liebesstories und Verschwörungen und hier und da irgendwie was Neues, was man noch nicht kennt, weil das, wie gesagt, normalerweise die Leute auch in die Kinos lockt. Ja, Neta, vielen Dank für deine letzten Schlussworte. Die waren sehr ausführlich, so ausführlich, dass ich mich da nur anschließen kann. Also in die ersten 5 Minuten dachte ich mir, ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer zuzustimmen. Ist auch immer noch so. Ich würde den Film auch niemandem empfehlen. Ich bin immer der Meinung, wenn jemand christliche Filme aufgreift oder christliche Themen aufgreift, unterstütze ich die auch gerne mit meinem finanziellen. Dass ich sage, okay, ich gehe generell nicht gerne ins Kino, aber bei solchen Filmen dann gerne. Aber bei diesem Film, muss ich sagen, ist das Geld
im Reich Gottes definitiv was besser angelegt wie bei den Machern dieses Films, weil der einfach zu viel quer schießt. Und wie Nature schon gesagt hat, für Menschen, die frisch im Glauben sind, würde ich diesen Film nicht empfehlen, weil man zu viel prüfen müsste und vielleicht schnell auch was Falsches auffasst und nach einem Monat vielleicht von Dingen erzählt, die man denkt zu wissen, aus der Bibel gelesen zu haben, aber im Hinterkopf irgendwie der Film noch rumschwirrt, irgendwie Bilder. Das passiert oft mal. Kennt sicherlich auch jeder das Problem. Deswegen würde ich jungen Christen diesen Film nicht empfehlen. Wenn es die Situation gibt, dass in einem Hausgeist oder in der Gemeinde dieser Film von jemandem mal angesprochen wurde, dann würde ich den Film nur anschauen, um kritisch ihn zu bewerten und im Gespräch mitreden zu können oder eben diese Punkte beleuchten zu können, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie mit Halbwissen überall mitreden wollen. Aber ansonsten würde ich den Film, wie gesagt, nicht empfehlen. Es gibt sicherlich sinnvollere Möglichkeiten, sein Geld anzubringen. Ja, mit diesen Worten, Nature, an dich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wer weiß, du bist eine gute Anlaufstation, wenn es um Bibelprüfung geht. Als Bibellehrer hast du einfach sehr gute Bibelverständnis und kannst oft mal auch hinter die Fassaden leuchten. Wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen, wenn du wieder bereit bist und wieder was Interessantes zu durchleuchten gibt, dann bist du auch gerne herzlich wieder willkommen. Ich werde dich anschreiben. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Auslegung, deine Ausführungen und auch an den ganzen Chat, an die Zuhörer. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ja, dass Gott euch einfach füllt mit seiner Liebe, dass ihr gut dabei bleibt, Bibel lesen. Wir hören uns eventuell am Donnerstag wieder zur nächsten Radio GC-Sendung. Morgen bin ich auf der, nur zum Spoilern, morgen bin ich auf dem Musical von Adonia. Das fängt morgen an. Und ich werde am Donnerstag davon berichten, was da gespielt wird. Es läuft ja bis Sonntag. Und wenn es gut ist, werde ich auch morgen ein kurzes Statement abgeben. Letztes Jahr wurde Josef gespielt und das hätte ich einfach nur jedem empfehlen können. Ob Christ oder nicht Christ, ob ihr jemanden habt, der Interesse am Glauben hat oder kein Interesse hat, da kann man jeden hinnehmen. Wenn es morgen wieder genauso gut wird, dann werdet ihr es von mir am Donnerstag erfahren. Gut, bis dahin wünsche ich euch einen gesegneten Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.